Speedway-Europameisterschaft Teil 2. Wir sind in Landshut in Bayern zum einzigen Deutschland-Gastspiel der Europameisterschaft. Ausgangspunkt das Rennen in Thorn an der Weichsel vor ein paar Wochen. Das hat Nicky Pedersen aus Dänemark für sich entschieden. Jetzt der einzige Auftritt der Europameisterschaft in Landshut mit zwei Lokalmatadoren, die wir besonders im Auge behalten. Nämlich einerseits Martin Smolinski, der 30-jährige Routinier aus Olching. Und dann der gerade mal 17-jährige Michael Hertel, der deutsche Juniorenmeister. Beiden ist hier eine ganze Menge zuzutrauen. In der malerischen Kleinstadt, etwa eine Autostunde von München entfernt. Die Bilder kennen Sie, wenn Sie die Fernsehserie mit den Nonnen in der ARD beobachten. Die wird nämlich nicht in Kaltental, sondern in Landshut hier gedreht. Gleichzeitig ist Landshut aber eine echte Speedway-Hochburg. Die Landshut Devils, der erfolgreichste Ligaverein in der Geschichte der deutschen Speedway-Bundesliga. Die Arena hier an der Ellermühle, eines der schönsten, eines der modernsten Stadien, die wir überhaupt nur haben. Und entsprechend ist das hier heute Abend ein ganz besonderes Speedway-Festival. Da Martin Smolinski mit seinem Fanclub, mit der 84, Tobias Busch, einer der beiden Reservisten, die zum Einsatz kommen, wenn heute Abend dem einen oder anderen Unbill widerfährt. Genauso wie der deutsche Meister, wie Kai Huckenbeck aus Werlte im Emsland. Wir sind damit mittendrin in der Fahrervorstellung. Das ist Michael Hertel, der 17-Jährige, der jüngste, gleichzeitig auch aber einer der größten Fahrer im gesamten Felde. Und der vierte Lokalmatador, Martin Smolinski, der Mann, an dem die Fans sich so herrlich reiben können und der hier einiges an Wiedergutmachung betreiben will nach der nur Ein-Punkte-Fahrt beim letzten Durchgang. Hans Andersen, auch der sind auf Wiedergutmachung, einer von einer ganzen dänischen Abordnung in Thorn unter Wert geschlagen. Wie er darauf reagiert hat, werden wir Ihnen nachher in aller Ruhe erzählen können. Janusz Kolodziej, einer aus einem ganzen Rudel von polnischen Topfahrern. Martin Waculik, der ehemalige Europameister. Przemyslaw Pawlicki, einer von zwei rennfahrenden Brüdern aus der Familie. Das hier ist der jüngere der beiden. Und dann kommt der älteste Fahrer im Teilnehmerfeld, Tomasz Golob. Der Inbegriff des Speedway-Sports in dieser Speedway-verrückten Nation Polen. Golob aus Bromberg stammend. Tomasz Jelczejak, ein weiterer Mann, den man oben auf der Rechnung haben muss, aus der Speedway-Hochburg. Jelczejak wird gleich im ersten Heat unter anderem gegen Hertel antreten. Václav Milik, Neuzugang im EM-Feld. Piotr Protasiewicz, auch da gibt es zwei Brüder von Protasiewicz aus Polen. Und weiter geht's mit den Gebrüdern. Das ist Artyom Laguta, einer von zwei russischen Gebrüdern, die hier im Felde sind. Artyom, der jüngere der beiden. Grigori, der ältere. Peter Kildemand, wieder genesen von einer Gehirnerschütterung nach einem üblen Sturz bei einem Qualifikationslauf zur WM in Riga vor zwei Wochen. Und Antonio Lindbäck, der wilde Schwede mit brasilianischen Wurzeln, der beim Auftakt in Thorn nur wegen einer verbrannten Kupplung nicht gewonnen hat. Den Sieg in Thorn, den hat dagegen Nicky Pedersen aus Odense in Dänemark davongetragen. Dreimaliger Weltmeister und hier in Landshut Europameisterschaftsspitzenreiter vor Emil Saifudinov, dem amtierenden Titelverteidiger aus Salavat in Russland. Saifudinov mit Maximum durch die Vorläufe in Thorn gesegelt, dann abgefangen auf den letzten Drücker von Nicky Pedersen. Damit haben Sie die Hauptdarsteller einmal kennengelernt. Die Nummern 1 bis 18, die wir Ihnen heute Abend in aller Ausführlichkeit bringen werden. Und wir, das sind wie üblich am Freitag oder am Samstagabend Egon Müller, der Weltmeister des Jahres 1983, den Titel damals vor 40.000 Fans im Norden in Ostfriesland errungen. Egon Müller, mein Co-Kommentator, und ich bin für Sie heute Abend am Mikrofon Norbert Okenga. Viel Spaß und vor allen Dingen viel Action in den nächsten drei Stunden hier aus dem Stadion an der Ellermühle in Landshut. Das sind noch einmal Bilder vom Europameisterschaftsauftakt in Thorn an der Weichsel.
In der Vorrunde ist es vor allen Dingen Emil Saifudinov hier mit dem gelben Helm zu sehen, der den Eindruck erweckt, dass niemand eine Chance gegen den Europameister aus Russland haben würde. Nicky Pedersen und auch Antonio Lindberg setzen sich zwar als Verfolger nachhaltig in Szene, doch immer wenn es drauf ankommt, dann kann Emil Saifudinov noch einmal nachlegen und in all den Vorläufen dem Gegner eine lange Nase drehen. Es kommt zu den üblichen Scharmützeln, die wir auch heute Abend sehen werden, die unausweichlich sind. Nicky Pedersen provoziert einmal mehr. Sie kennen die Vorgeschichte einer kleinen Schlägerei aus Schweden. Wenn Sie sie nicht kennen, werden Sie nachher kennenlernen. Und Nicky Pedersen bezieht Kraft und Motivation aus den Buhrufen, die er sich zuzieht und die er auch ein bisschen einfordert hier in Thorn, direkt nach dem Skandal aus der schwedischen Liga. Bis zum Finale ist Emil Saifudinov klar der Herr im Hause. Doch dann auf den letzten Drücker versagen Saifudinov die Nerven und Nicky Pedersen bezieht die Kraft aus den Buhrufen. Wie gesagt, die Anfeindungen machen den Dänen nur noch stärker. Und er dreht den Spieß noch rum, gewinnt das Rennen in Thorn. Nur aufgrund der besseren Laufpunkte ist Emil Saifudinov in der Gesamtwertung mit 16 Zählern knapp vor Nicky Pedersen geführt, als es hineingeht in den großen Speedway-Abend von Landshut. Martin Smolinski, sehen Sie, hat nur ein einziges Pünktchen mitbringen können aus Thorn. Natürlich tief traurig nach diesem Einstand. Smolinski ist unterwegs mit einer permanenten Wildcard, ist also permanenter Gaststarter und muss einiges mehr rausholen. Das Training allerdings heute Nachmittag, das hat Martin Smolinski als absolut schnellster aller Teilnehmer beendet. Das heißt also, wir können uns bei Martin Smolinski gleich auf einiges gefasst machen, wenn der in Lauf 2 ans Band kommt. Die Speedway-Europameisterschaft, der zweite Durchgang in Landshut. Der Auftakt-Heat steht unmittelbar bevor. Das ist Michael Hertel mit dem blauen Helm, der jüngste Fahrer im Felde, 17 Jahre alt. Er ist hier der lokale Gaststarter, der lokale Wildcard-Pilot. Er trifft auf Emil Saifudinov in Rot auf dem inneren Startplatz. Neben ihm dann in Blau Michael Hertel, der Youngster. Dann Hans Andersen in Weiß und ganz außen Tomasz Jędrzejak aus Polen. Egon Müller an meiner Seite als Co-Kommentator. Auf Michael Hertel lasten hier eine ganze Menge Erwartungen. Der hat im Vorjahr beim Paarfahren hier schon extrem gut ausgesehen und ist auch in Herxheim gerade deutscher Juniorenmeister geworden. Ganz richtig, Norbert. Und er hat auch eine ganz, ganz große Begabung und Voraussetzung, um in diesem Speedway-Sport Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Er hat alles, was man braucht als junger Mensch. Er hat die Dynamik, die Risikobereitschaft. Er hat den Trainingsfleiß und das technische Know-how und das Verständnis, auch das Motor abzustimmen. Saifudinov, der Europameister und TabellenführerInnen. Daneben dann Michi Hertel, wohnt in Dingolfing, ist in Landshut geboren. Hans Andersen aus Dänemark, der Routinier, und Tomasz Jędrzejak, den Sie hier groß sehen, aus Polen. Die Bahn in Landshut, 390 Meter lang, das ist mehr oder weniger deutsches Standardmaß. Sie hat aber für deutsche Verhältnisse recht lange Geraden und dafür ziemlich eng geschnittene Kurven, vor allen Dingen auf den Kurveneingang, liebe Zuschauer, müssen Sie achten. Der ist nämlich hier alles andere als einfach zu treffen. Ziemlich spitz, ziemlich hakelig die Einfahrt in die Kurven. Los geht's. Den besten Start erwischt Saifudinov. Jędrzejak mit dem gelben Helm von außen. Hertel auf der letzten Position. Saifudinov muss sich jetzt lang machen, weil Hans Andersen sich durchgeschmuggelt hat auf die erste Stelle. Und Hertel mit einem zu erwartenden Start, wo er ein bisschen zurückgefallen ist in der Anfangsphase. Ja, das war ganz klar. Die Erwartungen sind natürlich sehr hoch und da baut sich eine unglaubliche Nervosität auf bei diesem jungen Menschen. Steht da neben richtige Weltklassefahrer am Startband, da ist man auch ganz, ganz schnell zügig überfordert und er hat wohl nicht die Reaktion gehabt, die er haben sollte, um richtig aus den Bändern rauszuknallen, oder der Druckpunkt der Kupplung passt nicht ganz genau. Aber er kämpft und er holt auf und er steckt mich auf und das ist das Wunderbare an Michael Hertel. Der ist einfach nicht unterzukriegen. Er will hier noch diesen einen Punkt haben und bleibt dran. In der letzten Runde liegt Hans Andersen aus Dänemark in Führung. Sie erinnern sich, der war eine herbe Enttäuschung in Thorn. Und jetzt hier schickt er sich an, Lauf 1 in Landshut zu gewinnen. Hans Andersen auf der ersten Stelle, schaut sich um. Emil Saifudinov ist dahinter, aber Andersen gewinnt vor Emil Saifudinov.
präsentiert sich hier völlig neu aufgestellt, technisch und auch mental ganz anders als zuletzt in Thorn an der Weichsel. Das hat sich bei den letzten Ligarennen in England schon abgezeichnet. Da hat nämlich Hans Andersen reagiert auf die Schlappe von Thorn. Das Resultat ist 3 erste Punkte für Hans Andersen für diesen Laufsieg vor Emil Seyfudinov und Tomasz Jelczejak. Schauen wir noch einmal hin. Hans Andersen erwischt nicht den besten Start. Ja, aber das den war auch, erwischt ja. Stattdessen Seyfudinov, aber dann schmuggelt er sich innen vorbei. Genau hier innen muss man zumindest in der Anfangsphase in Landshut fahren. Denn da ist noch am meisten loses Material und da übernimmt Andersen durch die geschickte Linienwahl die Führung. Hernach nichts mehr zu bestellen für Seyfudinov. Ja, das Problem war einfach, das habe ich gesehen, war Michael Hertel. Der Balancepunkt, der passte nicht, der Kopf war zu weit hoch. Er musste einmal nachkoppeln, weil das Hinterrad einfach zu viel Antrieb hatte. Die Bahn ist ja unglaublich griffig da. In Landshut hat man darauf ganz großen Wert gelegt, dass es ein Racetrack ist. Da hat man auch einen Bahnbelag reingelegt, der auch Antrieb gibt. Das heißt, das Motorrad muss richtig ziehen und dementsprechend auch entsprechende Leistung haben. Und das ist natürlich sehr schwierig, in der Startposition dann auch den richtigen Punkt von der Balance her zu finden. Hans Andersen, hier sehen Sie ihn im Fahrerlager, den Dänen. Während sich das Feld für Lauf Nummer 2 bereit macht. In Lauf Nummer 2 sehen wir jetzt gleich Martin Smolinski aus Olching, den 30-Jährigen. Remislav Pawlicki ganz innen. Das hier ist Grigori Laguta mit dem weißen Helm auf dem zweiten Startplatz von außen. Das hier Martin Smolinski, der einzige Fahrer im Felde, der auf tschechische Java-Motoren setzt. Nicht auf die üblichen GM-Aggregate aus der Firma von Giuseppe Marzotto in Italien. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist Java im Speedway und auch im Langbahnsport wieder mit dabei. Und Martin Smolinski hat für dieses Rennen die Abstimmung, die Innereien des Java-Motors gemeinsam mit seinem Tuner Friedhelm Großewächter einmal auf links gekrempelt als Konsequenz aus der enttäuschenden Vorstellung zuletzt in Thorn. Es gibt neue, schärfere Nockenwellen und es gibt eine geänderte Führung der Steuerkette. Igor Müller wird uns nachher mal genau erklären, was es damit auf sich hat. Jetzt wollen wir aber zunächst einmal beobachten, ob diese Maßnahmen gefruchtet haben bei Martin Smolinski. Im Training heute Nachmittag, da sah es eindeutig so aus. Da war nämlich Smolly mit der 84 der Trainingsschnellste. Es gab keine offizielle Zeitnahme, aber es sickert natürlich, wenn man gut recherchiert, immer ein bisschen was durch. Smolinski, Trainingsschnellster. Jeder ist davon ausgegangen, dass der den Heimvorteil, den er hier in Landshut als Kapitän der Bundesligamannschaft der Devils natürlich hat, dass er diesen Heimvorteil nutzen kann, um besser dazustehen als zuletzt in Thorn. Die Frage ist nur, wie viel reicht's für Martin Smolinski? Hier sahen Sie Gollop und hier Peter Kildemand im Fahrerlager. Die kommen erst später zum Einsatz. Und jetzt hier die Startvorbereitungen zu Lauf Nummer 2. Das war aber sehr optimistisch von Grigori Laguta abgebrochen. Völlig zu Recht, Egon. Ja, ganz klar. Das ist doch logisch. Der Starter, der hat sich, also der Referee hat sich richtig ins Boxhorn jagen lassen. Der hat also praktisch mit dem Anrucken des Motorrads gleichzeitig vor Schreck den Knopf gedrückt, saß sofort erkannt und den Start dann halt sofort abgebrochen. Aber man muss auch mal sagen, jetzt hier, da sieht man es nochmal ganz deutlich, dann ist das natürlich klar, da kann der Schiedsrichter sofort sagen, ab alle Mann wieder ans Band ran. Der kriegt vielleicht eine Verwarnung, weil er so schnell gestartet ist, aber er hat ja mit seinem Vorderrad kein Band gerissen. Solange das nicht reißt, ist er auch nicht disqualifiziert. Ja, und bei Martin ist das natürlich so, diese Java-Motoren, die er dieses Jahr fährt, die haben schon von Haus aus wirklich eine sensationelle gute Leistung. Aber die Leistungscharakteristik, wie der Motor die Leistung aufbaut, das hat ihm noch nicht so gefallen. Und du sagtest ja, sie haben, ich habe die Bilder gesehen, weil ich ja im enger Zusammenarbeit mit der Firma Großewächter auch Teile bei denen beziehe, habe ich gesehen, diese Steuerkettenführung habe ich schon vor Jahren umgebaut, die hat zu viel Peitscheneffekt. Aber wenn man sie zu stramm lagert, die Steuerkette, dann hat sie auch so viel Eigenenergie und das ist auch nicht gut für den Motor. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Das heißt, sie würde Motorleistung fressen in dem Fall. Ja, genau. Lutscht die eigene Leistung weg mit dem kleinen 34er Vergaser, da geht nicht mehr durch und dann muss man eben halt die Komponenten, die sich da drin drehen, so gering wie möglich und Widerstand, also wenig Reibung haben, ne? Smolinski hat hier noch getestet am Donnerstagabend auf der Bahn mit neuen Nockenwellen von Friedhelm Großewächter, von seinem Tuner, und hat sich dann für eine Motorisierung eben mit jenen schärferen Nockenwellen entschieden, die entwickelt worden sind zwischen Thorn und hier. Die Uhr läuft runter für Premislav Pawlicki, weil der mit dem roten Helm hier
noch mal kurz zurückfuhr in Richtung des Fahrerlagers, um die Kupplung kühlen und noch mal was am Motorrad nachstellen zu lassen. Wenn die Uhr tickt, heißt das immer binnen 2 Minuten einfinden, sonst disqualifiziert. Zweiter Versuch, den zweiten Lauf zu starten. Remislav Pawlicki innen, dann Martin Smolinski, Grigori Laguta und ganz außen Václav Milik. Milik mit dem gelben Helm. Der gehört dann auch zum Kader. Der Java-Fahrer fährt aber noch keinen hier, sondern einen GM. Warum und wieso, auch dazu später ein bisschen mehr. Hier Niki Pedersen, das Enfant terrible der letzten Wochen. Der hat noch 2 Läufe Zeit, sich vorzubereiten auf seinen ersten Einsatz. Der Sieger des ersten Laufs in Polen. Smolinski mit der 84 in Blau. Zweiter Startplatz von innen, umrahmt von Pawlicki und von Grigori Laguta. Bester Start für Pawlicki, bester Start sogar für Václav Milik von der äußeren Bahn. Smolinski bleibt da innen auf seiner bevorzugten Linie, ist dadurch schon Dritter ein bisschen überzogen, ein bisschen eingedreht beim Rausbeschleunigen, sodass Laguta vorbeigekommen ist. Milik auf der 1 vor Pawlicki, dahinter kämpft dann Smolinski jetzt gegen Laguta, aber er kämpft wohl auf verlorenen Posten. Naja, das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung gewesen für Martin Smolinski, sich für diese Motorentechnik zu entscheiden, was natürlich wieder nicht so funktioniert, wie es soll, aber ich meine, er ist Lokalmatador, er kennt jeden Grashalm, er kennt jede Bodenwelle, er kennt alles da an diesem Stadion, also müsste er ja auch wahnsinnig schnell sein da, aber es sieht nicht so aus, es tut mir leid, Mensch, das ist ja ärgerlich für Martin jetzt. Wo haben diese ganze Woche gearbeitet an den Motoren mit der Abstimmung und das haut wieder nicht so richtig hin, wie das aussieht. Milik auf der ersten Position, innen versucht jetzt Smolinski die kürzere Bahn aufzumachen. Seine Linie lautet normalerweise hier weit reinzufahren und sich dann nach innen runter zu schwingen. Das ist die Spezialität von Smolinski hier in Landshut. Das hat aber hier allerdings als Hase hinter dem Feld nicht umsetzen können. Die ersten 3 Punkte gehen hier an Václav Milik. Durchaus eine Überraschung, dass Milik aus der Tschechischen Republik hier als Sieger vom Felde geht. Immerhin gegen Grigori Laguta, einen Mann, der jederzeit für 3 Punkte gut ist, und gegen den großen Lokalmatadoren Martin Smolinski. Ich wollte es nicht sagen, Norbert, aber Václav Milik, der ist bisher unter Wert geschlagen. Ich habe den beim letzten Rennen gesehen, der hat der aufgetrumpft. Ja, das ist so das Black Horse. Also den hat noch keiner so richtig auf Latte. Deshalb kann der noch richtig frei und vollkommen unbedarft fahren. Und das macht ihn auch so schnell. Perfekte Balance hier am Start. Man sieht es, der guckt nochmal nach, bringt das Obergewicht, das Körpergewicht nach oben. Also gerade der Kopf ist ja 75% vom gesamten Körpergewicht. Den hat er schön hochgehalten, um Antrieb zu haben am Hinterrad. Und das funktioniert hier perfekt. Und der fährt auch diese Bahn absolut auf der Ideallinie. Ich sagte es, er hätte Java fahren können. Er hätte Java fahren sollen. Er hat sogar am ersten Wochenende der polnischen Liga es mit einem Java-Motor versucht. Genauso wie Smolinski bestückt war er dort. Allerdings hat seine Mechaniker-Crew zu wenig Öl eingefüllt, weil sie sich nämlich an die alten Java-Maße erinnert haben. 650 Milliliter statt der üblichen oder jetzt nötigen 800. Dann ist der Motor festgegangen und daraufhin hat er das Java-Experiment zunächst mal wieder abgebrochen zugunsten der bewährten GM-Technik. Lauf 3 auf dem Programm, Artyom Laguta, der jüngere Bruder des gerade gesehenen Grigori. Dann Tomasz Golob, daneben Antonio Lindbeck aus dem Kader des MSC Brokstedt, des amtierenden deutschen Mannschaftsmeisters. Und ganz außen Piotr Protasiewicz mit dem gelben Helm. Das hier ist Toninho Lindbeck, Mannschaftsweltmeister mit den Schweden geworden, mit den Wikingern. Erneut ganz vorne mit dabei in der deutschen Bundesliga. Und hier Tomasz Golob. Der setzt auch hier wieder als einziger auf einen Schalldämpfer der Marke Poldam aus Polen. Es gibt ja 4 verschiedene Dämpferhersteller. Und Poldam ist derjenige, der von der inneren Durchströmung her die beste reine Leistungsausbeute, die beste Spitzenleistung aus den Motoren herausholt bzw. herauslässt durch die Staudrücke hinten drin. Der Poldam-Dämpfer allerdings nicht einfach in der Handhabung. Golob riskiert es, damit zu fahren mit dem größten der Dämpfer, wenn Sie das nachher mal von der Seite betrachten, weil für ihn Leistung durch nichts zu ersetzen ist. Eva. Ja, das ist auch ganz klar. Durchgehendes glattes Rohr, keine Reduzierung, wobei Depp und King noch eine geringfügige Reduzierung benutzen, weil die Nockenwellen vom letzten Jahr dann Einsatz finden können noch. Aber jetzt geht es mit den ganz großen Nockenwellen natürlich super mit diesem Auspuff.
Und Golov in Blau erwischt den besten Start gegen Antonio Lindbeck. Protasiewicz zieht nach innen rein, lässt sich die Kurve runterfallen, genauso wie man es hier in Landshut machen muss mit den engen Kurveneingängen. Kommt ran an Lindbeck, berührt den sogar und schubst ihn aus der Bahn. Protasiewicz damit auf Platz 2 hinter Tomasz Golob. Lindbeck jetzt wieder vorbei, innen vorbei geschlüpft und vorbei gepirscht. Und der Kampf um Platz 2, der hält uns hier in Atem. Das ist gut für Golob, denn der kann da vorne unbefreit auffahren und sich davon stehlen. Ja, das ist auch eine ganz tolle Leistung von dem alten Golob. Aber man weiß ja auch, das ist ein unglaublich ausgeschlafener Tüftler, der immer noch selber an seinen Motorrädern schraubt. Der stellt auch in der Mittagspause seine Nockenwelle anders ein. Das glaubt kein Mensch. Aber das ist so ein ausgeschlafener Typ. Und dass er sich für diesen Auslauf auf dieser Bahn von dem Antrieb und dem Griff entschieden hat, war die richtige Entscheidung. Golob auf der 1, Protasiewicz jetzt vorbei an Lindbeck, greift sogar noch einmal seinen routinierteren Landsmann an. Kommt aber zu weit raus, findet da keinen Weg vorbei. Golob stellt die Linie ideal zu. Tomasz Golob eröffnet seinen Abend, eröffnet sein Konto ebenfalls mit 3 Punkten. Zur Begeisterung der mitgereisten Fans aus Polen. 3 Zähler für Tomek, für Tomasz Golob, den Routinier. 2 Punkte für Piotr Protasiewicz und 1 Punkt für Antonio Lindbeck, der hier auffallend defensiv zu Werke gegangen ist über die Distanz hinweg. Die Bahn, Egon war im Training bereits erstaunlich glatt. Sie ist dann noch ein bisschen aufgeraut worden zwischen Training und Rennen. Aber nicht wirklich von Grund auf durchgegrubbert, wie wir in Norddeutschland sagen, sondern nur ein bisschen Kosmetik obendrauf, sodass es hier hart und glatt ist, härter und glatter, als dass es wirklich richtig viel Grip bringen wird. Ja, aber die Landshut der Bahn von dem Belag her gibt die unheimlich Antrieb. Das ist so ein Split. Der Belag ist gekörnt, so Material, was gebrochen ist, und das gibt scharfe Kanten, wo der Reifen, der ja auch bekanntlich von der Reifenmischung her relativ weich ist, kann sich da richtig Antrieb suchen. Und man sieht auch hier in der Kurve, dass die Vorderräder nur so tänzeln. Das heißt, da ist wirklich Hammer Antrieb hinten am Hinterrad. Und sensationell, wie der alte Golob, wie er hier seine Routine ausspielt, ganz sauber innen im ersten Drittel der Bahn bleibt. Da weiß er, da ist die Bahn gleichmäßig, da stimmt der Radius, da passt alles. Da können sich die jungen Fahrer, wie beispielsweise Protasiewicz, richtig die Zähne dran ausbeißen. Innen drin muss man zumindest bei den ersten Läufen des Abends sicherlich noch bleiben. Meistens ist die Bahn anfangs griffig, der Belag klebrig. Er härtet dann ein bisschen aus im Laufe des Abends und mehrt sich dann auch aus bis direkt an den Zaun hinan. Und je länger der Abend dauert, desto ruppiger werden später die inneren ersten beiden Meter hier in Landshut. Wer das dann richtig liest und wer die Maschine darauf richtig anpasst, der ist der Held des Abends. Aber noch ist die innere Bahn die Wahl der Weisen. Der nächste Durchgang mit Niki Pedersen, Janusz Kolodziej, mit Peter Kildemand und Martin Waculik. Pedersen die Startnummer 3 mit dem roten Helm ganz innen. Neben ihm Janusz Kolodziej in Blau, dann Peter Kildemand aus Dänemark in Weiß und Martin Waculik in Gelb, der ehemalige Europameister. Und dann haben wir sie alle einmal gesehen, die heute Abend bei regulärem Rennverlauf fahren werden. Tobias Busch und Kai Huckenbeck kommen nur dann zum Einsatz, wenn einer aus dem Stammaufgebot hier verletzungsbedingt ausscheidet. Ja, das ist auch richtig so. Man hat das vom Vorwege schon so geklärt. Aber toll, dass wir diese beiden jungen Granatenfahrer, Buscher und natürlich Kai Huckenbeck, der zweimal jetzt amtierender deutscher Meister ist im Speedway, die Gelegenheit gibt, dort mit aufzutreten. Aber man darf jetzt gespannt sein. Das nächste Rennen, das wird es in sich haben. Nämlich 2 Dänen, und die Dänen untereinander sind immer Rivalen. Erst recht nach den Vorfällen in Cardiff beim letzten Mal, wo es eine Kollision gab zwischen Pedersen in Rot und Kildemand in Weiß. Pedersen auf der ersten Position, Waculik außenrum, aber der Weg ist dort noch zu weit und ist zu wenig loses Material, sodass Kildemand innen durch ist. Pedersen, dreimaliger Weltmeister, Peter Kildemand, die nächste Generation, fährt rein in den Strahl. Der ist aber in Landshut einigermaßen zu verknusen, weil das Material nicht so furchtbar schwer ist. Bremst zwar auch ein bisschen, aber nicht so schlimm wie beispielsweise Wirtlanda. Trotzdem ist Kildemand jetzt zu weit rausgekommen und macht die Tür auf für Martin Waculik in Gelb. Kildemand gegen Waculik im Kampf um die zweite Position. Janusz Kolodziej mischt sich jetzt auch noch damit ein.
Ja, und jetzt muss er zu Boden. Das war vorauszusehen. Was ist da bloß los? Warum riskiert der Bengel so viel? Kann der nicht 2 Punkte sicher nach Hause fahren? Nein, er hat gleich am Anfang immer versucht, außen seinen Antrieb zu finden. Ist ja auch richtig. Aber da ist noch kein Belach, Norbert. Wie du schon so schön sagtest, da muss man die ersten Läufe noch innen bleiben, weil der Belach trägt sich nachher sowieso von Haus aus raus. Aber ich denke mal, wenn er nicht gleich sofort aufsteht, dann hat er auch Schmerzen. Und das ist sehr bedauerlich. Ja, der hat Schmerzen. Der hat vor allen Dingen natürlich schon einen ordentlichen mitgekriegt vor knapp 2 Wochen in Riga bei einem Qualifikationsrennen. Da hat er eine Gehirnerschütterung davongetragen. Und Kildemann ist ja ohnehin arg gebeutelt mit Verletzungen an diversen Körperteilen. Seit dem letzten Herbst schon ist immer wieder irgendwas. Und jetzt schauen wir noch einmal hin. Peter Kildemann mit dem weißen Helm. Ja, fädelt hier ein beim Mann in Gelb. Wahnsinn. Oliver Zulik. Vorderrad am Hinterrad kollabiert. Also er hat leicht am Hinterrad touchiert und dadurch ist sofort das Motorrad ohne Lenkung. Das war einfach zu hart attackiert da. Da hätte er sich noch eine Runde mehr... Ja, knallt aufs Schlüsselbein, ja, Egon. Genau wieder. Immer auf dieses vermaledeite Schlüsselbein. Gleichzeitig schiebt die Schutzkombi den Unterarmschutz hoch, sodass da auch durch das Schleifen Brandwunden entstehen im Unterarm. Da wird also einiges, Sie sehen es hier, sehr deutlich. Das ist so wie beim Handball, wenn man da über den Hallenboden schleift. Das tut fürchterlich weh, diese Art Brandabschürfungen dort. Disqualifiziert wird der Mann in Weiß, Peter Kildemann, als Sturzverursacher. Sie sehen es schon, dass dem das auch nicht direkt kalt lässt, sondern dass er davon Schmerz gezeichnet ist. Ja, das Problem hauptsächlich ist der Schmerz, der seelische Schmerz, in diesem Lauf keine Punkte fahren zu können. Da kann ja 1 und 1 zusammenrechnen, dass jetzt für den Lauf des Abends das ganz, ganz hammerhart wird, überhaupt noch ganz nach vorne zu kommen aus eigener Kraft. Außer es stürzen noch 4 Fahrer und dann ist das wieder gleichmäßig. Aber da darf man ja nicht von ausgehen. Ich denke mal, der seelische Schmerz ist bei ihm höher wie eigentlich der körperliche. Hans Andersen ist da bei ihm, jener Däne, der ebenfalls aus der vorherigen Generation schon stammt, der dänischen Speedway-Hochburg, Auftaktsieger hier des ersten Rennens. Für Peter Kildemann damit natürlich ein Nuller zu verzeichnen, einzutragen ins Programmheft. Die Zuschauer führen ja bei diesen Speedway-Rennen akribisch Buch, nicht nur über die Punkte, sondern auch mit Begeisterung eines Statistikers über die Rundenzahl bzw. die Gesamtlaufzeit eines jeden Rennens. Das stimmt. Das sind wirklich, ich sag mal, Lizenzzuschauer. Aber die brauchen wir. Die haben wir über Jahrzehnte, über Generationen. Pflanzt sich das selber fort. Aber da brauchen wir gar keine Werbung machen. Wer einmal infiziert ist vom Bahnsport, ganz speziell auch Speedway, Langbahn, Grasbahn, ganz egal. Wer einmal davon fasziniert ist und sich damit infiziert hat, mit diesem Bacillus, das wird über Generationen weitergetragen. Und wir erleben momentan einen ziemlichen Boom im Speedway-Sport in Deutschland. Sicherlich auch geschuldet dadurch, dass in Martin Smolinski jetzt wieder ein Fahrer da ist, der erstens ein Grand Prix gewonnen hat im Vorjahr, der zweitens aber auch mit seiner Art, sich zu verkaufen, mit seiner Art, sich zu geben, durchaus polarisiert. Ja, genau das braucht man. Es reicht nicht, wenn da brave Leute mitfahren, sondern du brauchst Helden, wie beispielsweise einen Petersen, den die Hälfte der Zuschauer hasst und die andere Hälfte vergöttert. Und ganz ähnlich ist es ja auch mit Smolinski bei uns in Deutschland. Ganz genau so ist das mit Martin. Viele Fans haben ja geschrieben, Mensch Martin, du mit deinen Fotoshootings, du solltest mal lieber Shootings im Fitnesscenter machen oder in der Werkstatt. Das ist alles nicht richtig. Er macht das schon so. Hat ja auch mal einen guten Lehrmeister gehabt. Wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet und er weiß, wie wichtig das ist, dass man auch mit den Fans spricht und auch den Journalisten entsprechend Material bietet. Wir warten auf die Wiederholung von Lauf Nummer 4. Wäre an der Zeit, 2 Minuten auszurufen, um das hier zügig durchzukriegen. Janusz Kolodziej lässt sich jede Menge Zeit bei den Vorbereitungen. So lange sollte es eigentlich nicht dauern. Hier ist bereits Nicky Petersen, der seine Todmacher, also die Reißleine, ans Handgelenk legt. Jene Reißleine, die den Motor abschaltet, wenn man stürzt, wenn man sich von der Maschine trennt. Ja, früher hat das unglaubliche Szenen gegeben, wenn so ein Motorrad sich selbstständig gemacht hat, mit Vollgas auf den Gasgriff gefallen ist und dann mit Vollgas zwischen den Leuten teilweise unterwegs war.
Jetzt geht's also ein weiteres Mal los. Lauf Nummer 4 ohne Peter Kildemand, den jungen dänischen Draufgänger. Nicky Pedersen, der alte dänische Draufgänger mit dem roten Helm ganz innen. Neben ihm Janusz Kolodziej, die 27 in blau. Und dann ganz außen Martin Waculik in gelb, der Ex-Europameister. Da ist er. Schade, ist ein bisschen die Luft raus in dem Lauf, weil ich hatte mich wieder auf ein unglaublich spannendes Duell zwischen Nicky und Kildemand eingestellt und ich hätte auch, war auch ziemlich sicher, dass da wieder richtig Bambule ist, aber da hat er sich selber eliminiert, zu früh. Aber wo Pedersen fährt, da ist immer ordentlich Action geboten und wo Pedersen mal hinlangt, da wächst auch so schnell kein Gras mehr. Das haben ja so manche in letzter Zeit schmerzlich erleben müssen. Drum gibt's auch momentan Diskussionen, die hochwogen wie lange nicht mehr über die Fahrethik. Hier Martin Smolinski bei der Beobachtung. Bin sicher, dass die mit einiges umstellen werden gleich fürs nächste Rennen. Wir werden dann schauen, wann er wieder raus muss in Laufnummer. Wo ist er denn? Laufnummer 7 kommt Smolinski wieder jetzt zunächst einmal Rennen Nummer 4. Mit Nicky Pedersen gegen Janusz Kolodziej in blau und Martin Waculik. Ich sagte es ja schon mal ganz kurz, Diskussionen um Nicky Pedersen. Er hat sich eine ordentliche Backpfeife eingehandelt bei einem Rennen der schwedischen Liga, wo Ex-Weltmeister Greg Hancock, oder Weltmeister sogar Greg Hancock, ihn nach einem harten Einsteigen mal eben kurz von der Maschine geohrfeigt hat. Und danach gibt es heftige Diskussionen und immer wieder Buhrufe gegen Nicky Pedersen, der sich mittlerweile allerdings durchaus zur Wehr setzt und gesagt, hört auf zu weinen, ihr anderen Fahrer, das hier ist Motorsport. Und das setzt er hier auch gleich einmal um. Nicky Pedersen schießt auf die erste Position, verfolgt von Martin Waculik und dann Janusz Kolodziej. Das ist eine Kaltschnäuzigkeit, die Nicky Pedersen hier an den Tag legt. Die sucht seinesgleichen. Der knallt aus den Bändern raus, als wenn die anderen gar nicht dabei sind. Also der hat hier auch nur eine Idee. Hier muss der Sieg nur über mich entschieden werden. Wird er auch, dessen bin ich sicher. Der verwendet ja mittlerweile eine digitale Zündung, genauso wie sie es Smolinski im vergangenen Jahr hatte, dieses Jahr nicht mehr hatte. Testet die Motoren von Richard Kowalski, seinem neuen polnischen Tuner in diesem Jahr, bis zum Exzess, unter anderem in Wittstock, wo er immer wieder unterwegs ist, in einer schnellen Bahn in der Nähe von Berlin. Dort hat Nicky Pedersen sich vorbereitet, gleichzeitig körperlich so hart gearbeitet im Winter wie lange nicht mehr. Und trotz seiner bereits fortgeschrittenen Lebensjahre ist Nicky Pedersen immer noch derjenige, den es zu schlagen gilt. Hier in diesem Jahr. Der weiß auch, warum er nach Wittstock geht, denn das ist eine der schnellsten europäischen Bahnen. Da kannst du auch wirklich einen Motor abstimmen. Hier gewinnt Nicky Pedersen sicher diesen Lauf. Ein Start- und Zielsieg des dreimaligen Titelträgers, des dreimaligen Weltmeisters aus Odense in Dänemark. Pedersen damit ebenfalls mit 3 Punkten bedient. Genau wie Tomasz Golob, wie Václav Milik und wie Auftaktsieger Hans Andersen. Hier das Resultat von Lauf Nummer 4. Die 3 Punkte für Nicky Pedersen. Und damit 2 Dänen mit 3 Punkten und 2 Osteuropäer, nämlich einmal ein Pole in Tomasz Golob und ein Tscheche in Václav Milik. Hier Nicky Pedersen, das kleine Kraftpaket. Wie gesagt, kein Fahrer polarisiert so sehr wie er. Und kein Fahrer genießt auch den Ruf des Enfant Terribles so sehr wie er. Ja, bei ihm ist es halt so, dass er, wenn er Sprüche macht, auch Taten folgen. Das gibt natürlich auch Fahrer, bei denen ist es nicht so, aber das rechnet sich dann auch nachher nicht. Also auf jeden Fall ist er trennt die Massen. Er hat unglaublich viele Fans, die auf seiner Seite stehen, aber man hat es auch gemerkt, einige böse Wörter auf Bayerisch kamen darüber, die ich wieder lieber nicht wiederhole. Kannst du Bayerisch, ich nicht? Ja, ich konnte schon. Okay. Du wusst schon, okay? Nee, aber Niki, nebenbei gesagt, das ist natürlich auch ein knallharter Typ. Der kommt dann nicht runter für eine Kaffeefahrt, Norbert. Der will Geld verdienen, der will Weltmeister werden und der will Europameister werden in dieser Klasse. Wir haben die ersten 4 Durchgänge, das heißt, wir haben die ersten Wasserstandsmeldungen, wer hier stark ist und wer nochmal von Schwarzbrot nachlegen muss. Andersen und Pedersen, 2 Dänen mit Auftaktsiegen, ebenso wie Václav Milik und Tomasz Golob. 3 Routiniers und ein Youngster. Martin Smolinski und Michael Hertl bislang noch punktelos, aber wir haben ja gerade mal 4 von 20 Vorläufen hinter uns gebracht an diesem langen, langen Speedway-Abend aus Landshut. Es geht innen
Wie üblich alle vier Läufe, ein Bahndienst, um das lose Material wieder gleichmäßig über die 390 Meter im Oval von Landshut zu verteilen. Gleichzeitig sahen wir auch den Wasserwagen im Einsatz, Egon. Das ist immer ganz wichtig, dass die Bahn auch in der Bahndienstpause mal befeuchtet wird. Das sackt ja dann ein, das Material, und gibt den der Bahn dann den entsprechenden Antrieb. Das heißt also, das Rollige obendrauf, die lose Körnung, kann nicht so rollen, wenn es feucht ist. Und das macht natürlich das Rennen unglaublich schnell. Der Blick hinein ins Fahrerlager, gerade Tomasz Golob, der seinen Lauf gewonnen hat. Und das hier Nicky Pedersen, auch der Auftakt-Sieger bei seinem ersten Start in Lauf Nummer 4. Ebenso wie auch gerade eben Martin Vaculík. Jetzt kommt in Lauf Nummer 5 gleich Vaculík in Rot auf den inneren Startplatz gegen Emil Saifudinov, den EM-Spitzenreiter. Das sind seine Fans, denn das Orange, das zeichnet die Anhänger von Saifudinov aus. Dann Premislav Pavlicki und ganz außen Antonio Lindbäck, der Schwede, der den gelben Helm tragen wird. Da ist bereits Emil Saifudinov zu sehen im charakteristischen Orange. Daneben Premislav Pavlicki mit dem weißen Helm. Hier der Blick hinein in die Box von Peter Kildemand. Und das Antonio Lindbäck, der gerne mal ein bisschen wild wirkt, der zwar eine gewaltige Fahrzeugbeherrschung hat, Egon, aber manchmal sieht es aus, als ob dem das Ding entgleiten würde. Experten sagen aber, das sei gewollt, das muss der so haben. Aber das ist Statistik bei dem. Also der hat unglaubliche Balancefähigkeiten, der Mensch. Und auch in extremster Schräglage hat man nicht das Gefühl, dass er unsicher wirkt. Und er fährt auch absolut die Bahn am Limit. Und das ist das, was die Menschen begeistert. Einer der wildesten Hunde auf dem Motorrad überhaupt, der hoppelt und fliegt mit der Maschine mehr um die Kurven, als dass er wirklich damit fährt, wie an einem Strich, wie aus einem Guss heraus. Aber es ist eben dieser Stil, der Antonio Lindbäck schnell macht und erfolgreich macht. Emil Saifudinov längst nicht so unruhig auf der Maschine wie der Schwede, der hier ganz außen startet. Saifudinov übrigens mit dem blauen Helm hier im Bilde fährt Motoren eines deutschen Tuners, nämlich Anton Nischler aus Bayern. Ja, zudem kann man nur sagen, Perfektionist in Vollendung. Ja. Hat jahrelang viele Weltmeistertitel für natürlich Gerd Riss und auch Robert Barth geliefert mit seinen Motoren. Auf der Langbahn. Und ja, die waren auch im Speedway beide richtig akzeptabel gut unterwegs. Billy Hemmel beispielsweise ist auch mit Nischler Sachen gefahren. Also Hut ab vor den Menschen. Also ich habe immer Ehrfurcht vor Leuten, die was können, und dazu gehört Anton Nischler. Ein ganz ruhiger Vertreter, wenn man mit ihm spricht. Sehr besonnen, sehr ruhig, fast schon ein Singsang, den er einem da ins Ohr flötet. Aber ganz offensichtlich ein Könner seines Fachs. Nicht nur Saifudinov fährt Nischler GM-Motoren. Nein, auch Nils Christian Iversen aus Dänemark. Und der hat mit einem solchen Nischler-Motor am vergangenen Wochenende immerhin den Weltmeisterschaftslauf in Cardiff im Millennium Stadium gewonnen. Also den heimlichen Saisonhöhepunkt des Speedway-Jahres überhaupt. Da hat Iversen mit einem Nischler-Aggregat zugeschlagen. Jetzt hier Emil Saifudinov. Wobei Saifudinovs Ausbaustufe schon eins weiter ist. Da ist nämlich ein Ventiltrieb aus Titan mit drinne. Auf den hat Iversen bislang noch verzichtet, hat den aber seit dem letzten Durchgang in Dänemark in der dortigen Liga ebenfalls nachgerüstet. Ist jetzt wieder auf demselben Stand wie der Mann in Blau, wie der EM-Spitzenreiter und Titelverteidiger Emil Saifudinov. Vaculík innen in Rot, dann Saifudinov hier in Blau gegen Premislav Pavlicki und ganz außen Antonio Lindbäck, den wilden Rastaman aus Schweden, hier beobachtet von Nicky Pedersen. Der rote Startplatz, der lange Weg in die Kurve, gelingt von Rot am besten, sodass Vaculík auf der 1 unterwegs ist, dann Saifudinov, und es kommt bereits der andere Angriff von Lindbäck. Und hier sehen Sie, was ich meine, der fährt immer auf des Messers Schneide. Das sieht aus wie ein Ritt auf der Kanonenkugel, aber so ist es gewollt, und hier fährt er Saifudinov das Vorderrad weg. Konnte man nicht so schnell sehen, Norbert. Das müssen wir einfach nochmal nach der Zeitlupe
beurteilen. Das ging zu schnell und das Auge ist auch nicht so geschult, dass man alle Situationen im Stadion auffängt. Sie haben gesehen, liebe Zuschauer, wie Nicky Petersen sich da umgedreht hat und ein bisschen den Kopf gewiegt hat im Fahrerlager. Das ist nämlich genau das, was der schon die ganze Woche gesagt hat. Wir brauchen keine Rennfahrer, die bei der leichtesten Berührung, wenn der Lufthauch kommt, gleich absteigen und gleich fallen, sondern eben, es wird hart gefahren und wer austeilt, der muss auch einstecken können. Jetzt schau mal hin, Egon, du kannst es beurteilen. Ja, Klatsch. Da war Berührung, da war einfach Berührung. Antonio müsste eigentlich theoretisch raus, wenn der Schiedsrichter das richtig gesehen hat, so wie wir jetzt. Wir haben natürlich jetzt die große Gelegenheit, das in der Zeitlupe zu sehen. Also Seifutino, Entschuldigung, aber das war nicht anders zu machen. Da hat er einfach keine Lenkung mehr gehabt, wenn das so massiv weggekickt wird, das Vorderrad. Nee, das ist, da muss der kleine Schwede ein bisschen... Da ist es schon, das gelbe Licht leuchtet und Antonio Lindbeck zurück ins Fahrerlager. Disqualifiziert für den Mann, der im Finale stand beim Saisonauftakt in Thorn. Und hier Emil Seifudinov, der Maximummann aus der Vorrunde beim Auftakt, dem hier das Vorderrad weggewischt worden ist, weggezogen worden ist von Antonio Lindbeck. Neuer Anlauf für ihn. Passiert augenscheinlich nichts, so dass es jetzt weitergehen kann. Norbert, mal zu dem Emil Seifudinov was zu sagen. Nicht? Das ist ein ganz, ganz lieber Mensch und ganz ruhig und ganz cool. Der, mit dem kannst du ganz normal reden. Der hat nichts von irgendeiner Überheblichkeit oder Arroganz. Das ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Und man sieht es auch daran, der schimpft und meckert nicht jetzt. Der weiß, wenn man ins Rennen geht, kann man sich auch verletzen. Sagte, er konnte nichts machen, dass er diesen Treffer bekommen hat von Antonio Lindbeck. Der kam von hinten rangefegt und hat ihm einfach das Vorderrad weggefahren. Eine Berührung von hinten und da ist man natürlich als Vorausfahrender machtlos. Und das macht er auch nicht mit Absicht, Herr Antonio. Das ist eben halt, wie du vorhin so schön gesagt hast, ein wilder Hund. Der reitet seinen Bock auch richtig und ab und zu wird dann auch mal ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Ne? Ja, das ist Speedway in Vollendung, das wir gesehen haben, aber fachgerecht auch runtergelegt. Hast du mal gesehen, Norbert, was der Emil Seifudinov, wie er gemerkt hat, er verliert die Kontrolle, hat er mit dem Körpergewicht sein Motorrad noch im Flug, im Sturz in eine Linie gebracht, das Motorrad und der Körper, sodass die Teile sich nicht trennen und dann praktisch wie ein Ball durch die Gegend fliegen. Das ist eben halt harte Schule, ne? Aber das haben die gelernt. Also die lernen auch zu fallen, willst du ja, damit aber sagen. Natürlich. Das machen die heutzutage auch ganz klein. Die Fünfjährigen, wenn die in Brockstedt oder irgendwo oder Nordhasch steht, oben auf der Trainingsbahn fahren, die fahren so lange, bis sie keine Kraft mehr haben und einfach das Ding wegschmeißen. Und das muss man eben auch lernen, das runterfallen. Genau wie ein Handballspieler es auch lernen muss, sich abzurollen auf dem harten Hallenboden, um Verletzungen zu vermeiden. Genau dasselbe ist hier auch im Bahnsport, im Speedway-Sport der Fall. Schlüsselbein. Handgelenk, das sind die exponierten Stellen. Sie haben gerade mal irgendwann eine Einstellung von Janusz Kolodziej mit bloßem Oberkörper gesehen, mit einer riesigen Narbe quer über die Schulter. Das sind dann die Hinterlassenschaften eines Schlüsselbeinbruchs. Das haben die alle, Norbert. Also ein Speedway-Fahrer ohne Schlüsselbeinbruch gibt es nicht. Also hier meine Antonio Seite, Lindbeck. Rechts 11 und 9 mal die linke. Ja, dort also. Antonio Lindbeck, disqualifiziert. Ja. Das nimmt er auch so hin. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt noch rumkrakeelt. Du siehst, er ist ein bisschen enttäuscht und traurig und geht weg, nachdem er die Information hat, dass er nicht dabei ist. Aber das ist eben halt der Speedway-Sport. Ärgerlich ist das für jetzt einen Fahrer, der jetzt sein Motorrad verbiegt, unschuldig, und muss auf die Reservemaschine, die nicht so perfekt abgestimmt ist. Und dann gibt es meist richtig Ärger. Martin Vaculík zieht vor zum Restart von Lauf Nummer 5. Vaculík in Rot gegen Przemyslaw Pawlicki aus Polen in Weiß und gegen Emil Seifudinov, das Sturzopfer, in Blau. Wiederholungslauf also nur mit 3 Leuten am Band als Folge der Disqualifikation von Antonio Lindbeck, dem schwedischen Mannschaftsweltmeister. Pawlicki noch einmal zurück ins Fahrerlager oder Richtung des Fahrerlagers, wechselt hier die Maschine, Egon.
das macht er vielleicht aus dem Grund, weil er gemerkt hat, im Lauf vorher war das Motorrad nicht so spritzig am Start, seine eigentliche Nummer 1 Maschine. Im Training haben die aber praktisch die Möglichkeit, beide Motorräder abzustimmen, dass sie identisch sind, und so kann man also ohne Probleme auf die Reservemaschine umwechseln. Vaculík gegen Saifudinov und gegen Pavliki. Drei Mann von innen nach außen. Vaculík einen Punkt. Saifudinov zwei hier in Blau. Und ebenfalls zwei Punkte. Premislav Pavliki, der jetzt hier ganz außen startet, weil nämlich der Platz ganz links auf ihrem Bildschirm frei bleibt. Dort, wo Toninho Lindbäck, der Schwede aus Rio, hätte Aufstellung nehmen sollen. Hier ist er, neben Smolinski. Jetzt wollen wir mal sehen. Was hat das für Folgen für Emil Saifudinov? Jeder Sturz, das registriert man im Körper. Und im Unterbewusstsein macht sich das irgendwo im Fahren auch bemerkbar. Und wir wollen nicht hoffen, dass ihm das jetzt handicapt. Schauen wir mal auf den Mann in Blau, Emil Saifudinov. Erneut der beste Start für Martin Vaculík. Wie gerade eben, Saifudinov Zweiter. Ganz innen, ja, da muss er lang in Landshut nach dem Bahndienst, um vorzukommen. Aber Vaculík hat die Bahn zugestellt, sodass es keine Chance für Saifudinov gab, den Hebel anzusetzen. Pavliki auf der Beobachterposition auf Rang 3 momentan. Ja, aber er geht raus, Pavliki geht raus und versucht außen sein Glück, aber ist natürlich auf verlorenen Posten. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, da geht nichts außen, noch nicht. Vielleicht später. Der Bahndienst hat das lose Material natürlich erst wieder reingeschleppt vor diesem Lauf Nummer 5. Es dauert eine Weile, bis das da wieder rausgewirbelt ist. Hat Pavliki jetzt auch erkannt, orientiert sich innen, aber glaubt, der Zug ist abgefahren zugunsten von Martin Vaculík. Das wird jetzt hier eine Prozession, die letzten Runden. Ja, und Saifudinov hat natürlich versucht, alles Mögliche, aber das Motorrad ist vielleicht nicht auf Topspeed abgestimmt, mehr auf Start. Aber wenn du den Start dann vergleichst, dann bist du auch nicht vorne. Das ist auch das Problem. Ne? Und hier passiert nichts mehr, außer dass Saifudinov sich ein bisschen verhakt beim Anstellen der Maschine. Sichere drei Punkte für Martin Vaculík, sichere zwei für den Russen, den Titelverteidiger. Und der letzte Punkt, der geht an den Polen, an Pavliki. Die waren hier offenbar zu glatt, zu hart, um noch eine Attacke reiten zu können nach dem Start. Ja, man sieht manchmal ein bisschen Staub am Hinterrad, obwohl ja gewässert worden ist. Aber die Wasserwagen können nicht so extrem gleichmäßig wässern, dass die Bahn auch perfekt benetzt ist. Also da sind immer dann noch trockene Stellen und dann fängt das an, so hackelig zu fahren. Denn wird es auch problematisch in der Kurve, den Antrieb zu finden. Man muss dann permanent immer am Gashahn drehen, um die sogenannte Throttle Control zu bekommen. Hier nochmal wunderschön die Luftaufnahme. Da versucht Emil natürlich innen jetzt hier nochmal die entscheidenden Meter zu machen, aber das führt keinen Weg an Vaculík vorbei, weil der hat richtig sein Motorrad im Griff. Hier kommt er nochmal ein bisschen auf, aber am Kurvenausgang leichter Quersteller, aber dann das Körpergewicht nach hinten gebracht und ab geht die Luzi. Der Sieger Martin Vaculík hat sein Punktekonto damit auf 5 aufgestockt. Ehemaliger Europameister. Und jetzt gucken wir gemeinsam, liebe Zuschauer, auf den weißen Startplatz. Da kommt nämlich unser Küken, da kommt der Bayer Michael Hertel dreimal in Folge. Da ist er, deutscher Juniorenmeister, deutscher U21-Meister. Das Motorrad unverändert gegenüber dem vorherigen Durchgang. Keinerlei Abstimmungsänderungen vorgenommen. Die Nachricht aus dem Fahrerlager. Besser starten und dann besser fahren. Das ist das Rezept, das Robert Barth ihm gerade mit auf den Weg gegeben hat, um hier jetzt gegen das Feld mit Janusz Kolodziej, mit Artyom Laguta und dessen Bruder Grigori, letzterer in Gelb zu sehen, hier zu bestehen. Das ist aber ein harter Brocken für Michael Hertel gegen Artyom und Grigori Laguta. Da muss sich jeder warm anziehen, auch jemand, der schon älter ist als 17. Und die wissen auch genau, worum es da geht. Also die wollen ja ordentlich Punkte fahren. Und ich denke mal, das wird ein hartes Brot für Michael Hertel, außer ihm gelingt dieser Überraschungseffekt von der dritten Außen, also von der dritten Bahn. In Weiß ist eigentlich nicht meine Favoritenbahn, nie gewesen, weil immer da der Belag fehlt vom Umliegen der Fahrer aus den Vorläufen. Da wird er noch ein bisschen lange rutschen, aber wenn er perfekt ausbalanciert am Start und die ersten Meter gut macht, dann kann er sich dort einreihen und vielleicht auch einen guten Kurvenausgang fahren. Denken Sie dran, wie unbekümmert der im letzten Jahr im Paar-Wettkampf hier aufgetreten ist, dieser Michael Hertel.
und aus der Unbekümmertheit hinein ist er in die Weltspitze gebrochen. Heute war er spürbar nervös im Fahrerlager. Vielleicht legt sich's jetzt ein bisschen, der Start zumindest besser gelungen von der Reaktionszeit her. Auf Platz 1 zwar Artyom Laguta, kurzzeitig Hertel auf 2 im Sprintduell. Jetzt aber macht er zu, weil ihm die Bäume zu eng werden im Kampf gegen Janusz Kolodziej. Und da hätte er durchaus durchziehen können, aber er hatte das Gefühl, dass das Ganze da zu sehr auf einen Tunnel zuläuft. Und da fehlt ihm die internationale Erfahrung in diesem wirklich knallharten Wettbewerb. Hast du jetzt gesagt, Norbert, so ist es auch. Der Bengel, der hat alle Voraussetzungen, ein wirklich granatenhaft guter Fahrer zu werden. Ich habe ihn jetzt bei 2 Rennen live gesehen, mit welcher Ruhe und Gelassenheit er an den Start geht. Aber das sind natürlich andere Brocken, die er hier aus dem Weg räumen muss. Denn hier fahren die richtig um die Europameisterschaft. Und ich glaube, manche Leute wissen gar nicht, wie groß Europa ist. Vorne geht's zur Sache zwischen einigen Leuten, die auch nur im erweiterten Rahmen zu Europa gehören, nämlich Artyom Laguta aus Russland und Janusz Kolodziej, der Pole, gegen Laguta. Kolodziej verfolgt Artyom Laguta. Laguta hat hier eine sauberere Linie gefahren, sodass Kolodziej abgehängt worden ist. Artyom Laguta wird das hier gewinnen vor Kolodziej und vor seinem älteren Bruder Grigori. Michael Hertel nach gutem Start dann abgeklemmt und zugemacht und deswegen von 2 auf die letzte Position zurückgefallen. Aber erstaunlich war, seine Reaktion am Start war wirklich perfekt. Und man muss davon ausgehen, er hat ja auch theoretisch auf der dritten Bahn von innen, das ist meine Hassbahn, habe ich schon gesagt, aber da geht es nicht richtig vorwärts. Und trotzdem hat er also Antrieb gehabt und das Motorrad perfekt also in die Kurve am Eingang hineingesteuert. Da war natürlich auf einmal er überfordert durch den Druck von den Mitbewerbern. Achten Sie auf den Mann in Weiß. Jetzt noch alles gut. Hier als Zweiter geht es hinein in die Kurve. Dann kommt er zu weit raus. Genau. Und jetzt gleich wird es eng in Richtung der Bande. Und da ja, macht muss er zu. Abdrehen. Nö, ja. Da wäre Platz genug gewesen. Herr Petersen wird er durchgezogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber eben ein junger 17-jähriger Michael Hertel, der womöglich noch ein bisschen erschrickt. Und dann sieht, diese internationale Härte im WM- und M-Niveau so nicht gewohnt ist, der macht dann eben instinktiv zu, um keine Berührung zu riskieren. Ja, so sehe ich das auch. Da hat er die Vernunft walten lassen. Und hat ja in seinen jungen Jahren auch schon derbe Verletzungen hinter sich. Und das muss ja auch irgendwann mal Schluss sein, diese Sturzserie. Und dann kommt die Routine dazu und das alles gibt dann nachher einen guten Rennfahrer. Da sagen Sie Artyom Laguta. Der bereits im Fahrerlager zurückgekehrt war. Und in Lauf Nummer 7, Tomasz Golob, Nicky Petersen, Martin Smolinski und Hans Andersen. Das sind also gleich 3 Fahrer, die hier einen Pflock eingeschlagen haben im ersten Durchgang, im ersten Block der Heats. Martin Smolinski mit 0 Punkten auf dem zweiten Startplatz von außen in Weiß. Golob, Petersen und Andersen, die haben jeweils ihre ersten Rennen gewonnen. Und da hängen jetzt die Trauben natürlich hoch für Martin. Und auch der steht wieder auf diesem weißen Startplatz, dem nominell ungünstigsten. Gegen 3 absolute Weltklasse-Piloten, 3 Routiniers, die allesamt auch schon zumindest seine sehr viel älteren Brüder sein könnten. Das ist Hans Andersen. Ja, wo der auf einmal diesen Speed her hat, das ist ja unvorstellbar. Das kann ich dir genau sagen, wo er den her hat. Er hat in der englischen Liga nach diesem Torn-Debakel gemerkt, dass da nichts vorwärts geht. Hat dann die Motoren zu Sean Wilson gegeben, einem ehemaligen Rennfahrer aus Sheffield, der mittlerweile in England sozusagen der Importeur der Tornado-Sachen ist, also des Materials von Friedhelm Großewächter. Und deswegen hat der jetzt einen komplett rund erneuerten Motor von Sean Wilson zurückbekommen. Der war bereits in Schweden sehr gut dabei und lehnt sich jetzt hier mal kurz an bei Smolinski. Smolinski lässt sich aber nicht ins Boxhorn jagen. Den besten Start hat Golob. Golob, dann Petersen außenrum kommt Smolinski und auch der muss dazu machen, aber der lässt länger stehen als Hertel und geht deswegen jetzt Seite an Seite gegen Nicky Petersen auf die Start- und Zielgerade. Petersen lässt ihm wenig Platz, aber gerade noch ausreichend. Aber eigentlich müsste Smolinski jetzt seine typische Linie stechen, nämlich nach innen reinziehen. Das tut er nicht. Er beobachtet zunächst einmal das Treiben zwischen Golob und Nicky Petersen im Kampf um die ersten Beinstellen. Aber Smolinski ist da. Smolinski ist deutlich besser als zuletzt in Thorn und auch als im ersten Durchgang hier. Kämpft hier um die zweite Position. Golob, Petersen und dann mit Anschluss an die Spitze Martin Smolinski.
Und ausgerechnet in diesem so schweren Lauf, da legt er hier so ein hammerhartes Race hin. Unglaublich. Und das, denke ich mal, ist auch für ihn wichtig, sein Selbstvertrauen wieder zu gewinnen. Jetzt kommt nochmal Pedersen, der versucht, Thomas Gollop anzugreifen. Gollop braucht natürlich, um sich entfalten zu können, mehr die äußere Linie. Die geht aber noch nicht. Und deswegen muss er sich hier immer wieder ein bisschen neu orientieren und lässt hin und wieder mal eine Lücke für Pedersen, aber nicht genug, als dass der zu langen könnte. Thomas Gollop spielt seine ganze Routine aus gefühlten 100 Jahren Speedway-Sport aus. Thomas Gollop gewinnt ein weiteres Mal, schlägt hier Andersen, schlägt hier Pedersen, die beiden, die ebenfalls ihren ersten Durchgang gewonnen haben. Und damit setzt Thomas Gollop sich zunächst einmal alleinig in Führung. Das liegt aber nicht an dem Pull, dem Ausdruck, das ist sicher. Das liegt einfach daran, weil Gollop einfach ein ausgeschlafener Fuchs ist. Er weiß, einige Bahnen kann er genau lesen und er kann auf einigen Bahnen immer noch super Leistung bringen und auch die Weltelite schlagen. Und das hat er hier mal ganz klar gezeigt. Auch ein Nicky Pedersen, vor dem muss man keinen Respekt haben. Besser gestartet, einfach besser gestartet, Gollop. Und Martin so unglaublich gut dabei hier. Dann nimmt er den rechten Fuß von der Rasse und holt auf. Da kann doch keiner sagen, das Ding geht nicht. Wenn er jetzt bloß endlich mal das Motorrad so lassen würde, wie es ist und nichts mehr schrauben kann. Er hat jetzt eben bei den Besten der Welt mitgefahren. Lass doch einmal das Motorrad so jetzt, mach nur einen neuen Reifen rauf hinten und ab, Martin. Wird er jetzt ja wohl machen, denn er hat jetzt ja gesehen, dass das so funktioniert, wie die Maschine jetzt dasteht, mit eben der neuen Nockenwelle, der schärferen Nockenwelle. Mehr Durchzugsvermögen hat man dem Jawa-Motor eingeimpft. Die reine Spitzenleistung im oberen Drehzahlbereich, also bei diesen ungefähr 12.000, 13.000, die da anliegen am Ende der Geraden, die war ohnehin schon da. Es fehlte an Elastizität, es fehlte am Drehmoment beim Beschleunigen, vom Start weg und auch beim Rausbeschleunigen aus den Kurven, wenn die Maschine wieder gerade gestellt ist. Das ist jetzt ganz offensichtlich da auf einem Niveau mit dem Material von ihm hier, von Thomas Gollop. Und jetzt, wie du sagst, nicht rumfummeln, das Ganze so lassen. Dann ist es beim Heimrennen von Smolinski in der Stadt Landshut, in der Stadt, wo sein Bundesligaverein beheimatet ist, wo er Kapitän ist. Dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn der sich hier nicht noch in Szene setzen könnte. Und zwar richtig schön. Ich fand die eine Einstellung gerade eben so schön, wo Gollop den linken Arm gezeigt hat, wo Lotto drauf stand. Der ist reicher wie ein Lotto-Millionär, da kann man mal ganz sicher von ausgehen. Aber er spielt ja immer noch seine große, sensationelle Routine aus. Und hier gefällt er mir richtig gut bei dem Rennen Landshut. Allerdings, der Weg zum Sieg, der führt ganz offensichtlich über Gollop. Und das, obwohl viele kritisiert haben, dass der eine permanente Wildcard, eine Einladung sozusagen bekommen hat, hier mitzufahren. Zeit sei vorbei, zu alt, was soll das doch? So habe ich von vielen gehört. Hier zeigt er allen, genau, was es soll. Nämlich, der kann hier um den Sieg mitfahren. Thomas Jelczak gegen Václav Milik, den Auftaktsieger, Piotr Protasiewicz und Peter Kildemand. Jelczak mit dem roten Helm und dann die Nummer 13. Das ist der Einzige, der jetzt noch gleich ziehen kann an Punkten mit Thomas Gollop. Denn Milik hat seinen Lauf ebenfalls gewonnen und Milik stürmt vom Start weg in Führung gegen Jelczak. Und Jelczak sowie, Achtung, innen Protasiewicz auf der Landshuter Linie für eine frisch gemachte Bahn zieht durch und da kommt in Gelb Peter Kildemand, der zweite große, große Draufgänger neben Antonio Lindbeck. Aber aus dem ganzen Gewühle und Getümmle setzt sich jetzt zunächst Milik in Führung, nur um gleich wieder Jelczak in Führung, nur um gleich wieder von Milik abgefangen zu werden. Jetzt ist es also mit dem blauen Helm Václav Milik, der in Front liegt. Thomas Jelczak hat den roten Helm auf und ist Zweiter vor Peter Kildemand aus Dänemark. Sensationeller Lauf, man muss überlegen. Achtung, Kildemand, innen durchgeschossen, mit einem für ihn typischen Manöver, zu weit raus, hat beide zu weit rausgedrängt und damit die Tür aufgelassen für Piotr Protasiewicz, der seinen Strich sauber gefahren hat, während Kildemand mit zu viel Überschuss reinkam und deswegen sich selbst und auch noch Jelczak mit rausgeschossen hat. Das Resultat ist, dass Jelczak in Rot von 2 auf die letzte Position zurückgefallen ist und dass Piotr Protasiewicz auf Platz 2 hinter Václav Milik durch ist. Was für ein Rennen, was für ein irrer Lauf hier, den Peter Kildemand auf den Kopf gestellt hat.
Václav Milek dominiert ihn, nachdem er sich aus dem Scharmützel einmal freigefahren hat. Hier sehen wir den Tschechen Václav Milek. Auch für ihn ist es der zweite Laufsieg. 6 Punkte also für den jungen Václav Milek und 6 Punkte für den Mann, der fast sein Vater sein könnte, für Tomáš Golob. Das sind nach dem zweiten Durchgang die alleinigen Ungeschlagenen, die alleinigen, die maximum 6 Punkte auf dem Konto haben. Protas Jevic hier Nutznießer der Füßen, der brachialen Attacke von Peter Kildemand auf Tomáš Jelžák und deswegen Kildemand auf 3 und Jelžák sogar auf die letzte Position zurückgereicht worden. Aber was ist mit Tomáš Jelžák los? Was ist mit dem los? Den haben wir doch schon ganz anders gesehen. Aber sensationell hier der Start. Wiederum unglaublich, wie er da rausballert. Oh, das ist einfach eine Augenweide. Sieht hier kommt Kildemand in Gelb zunächst einmal mittendurch. Der Mann in Blau, das ist Václav Milek, der noch hinter Jelžák zurückliegt. Jetzt zieht er außenrum vorbei. Und nochmal die Wiederholung aus der Startphase. Beobachtet dort unten bereits von Jelžák, dem Mann in Rot, der seinen Helm noch aufgelassen hat. Im Insert sehen Sie ihn unten. Jelžák in Rot zunächst in Führung, innen Protas Jevic. Kann da nicht vorbei, weil Jelžák ihm die Bahn zustellt. Dann mit Körperkontakt, mit Ellenbogeneinsatz auf die zweite Stelle Kildemand. Das sieht noch alles kontrolliert aus. Milek in Blau kommt dann außenrum vorgefahren, fährt zwar ein Java-Fahrgestell, aber wie gesagt, keine Java-Motoren mehr. Und dann der wüste Angriff von Kildemann auf Jelžák, während Protas Jevic innen den sauberen Radius fast schon im Lee Adams-Stil durchzieht. Und damit holt sich Protas Jevic nach dem brachialen Einsteigen von Kildemann den zweiten Platz. Kildemann natürlich unter Zugzwang nach seinem Nuller. Und sowieso einer von denen, die am mutigsten, am draufgängerischsten unterwegs sind. Und hier Václav Milek. 3 Punkte für ihn. Genauso wie für Golob. Insgesamt 6 Zähler auf dem Konto. Das sind die einzig beiden noch Ungeschlagenen. Ja, und wie der so durchmarschiert, so unspektakulär. Da ist überhaupt nicht irgendwie so das Gefühl, hat man nicht, dass der über seine Verhältnisse fährt. Komisch. Hier sehen wir es, Václav Milek und Tomáš Golob auf den ersten beiden Positionen ungeschlagen. Niki Pedersen 5, dann Martin Vaculík, Emil Seifodinov, Protas Jevic und auch Janusz Kolodziej mit 4 Punkten. Alles noch unheimlich eng beisammen. 2 Mann sind noch ungeschlagen, während der zweite Bahndienst läuft. Tomáš Golob und Václav Milek haben jeweils 6 Punkte auf dem Konto. Dann Niki Pedersen, die Skandalnudel des Bahnsports, mit 5 Punkten auf dem zweiten Platz. 20 Vorläufe gibt es insgesamt bei diesem zweiten Durchgang der Europameisterschaft. Die beiden Punktbesten qualifizieren sich direkt fürs Finale. Der dritte bis sechstplatzierte dahinter jeweils noch für einen Hoffnungslauf fürs Halbfinale, wo dann noch die letzten beiden Fahrkarten geschossen werden können für den Endlauf. Darum geht's hier in der Vorrunde. Hans Andersen, Auftaktsieger, dann allerdings abgestürzt im zweiten Durchgang. In Thorn noch eine Enttäuschung, heute deutlich besser sortiert, der Däne. Thorn ist mittlerweile abgehakt. Das war ein jener Tage, wo nichts gepasst hat. Ich habe heute eine ganz andere Ausstattung dabei und deswegen das erste Rennen gewinnen können. Im zweiten Durchgang war ich beim Start abgeklemmt in der ersten Kurve. Es ist nicht einfach zu überholen, so hart wie die Bahn momentan ist und so glatt wie sie bereits ist. Und deswegen konnte ich nicht mehr überholen. Ich werde jetzt etwas am Motorrad verändern für den nächsten Durchgang. Die Bahn ist ein bisschen flach, mit ein bisschen mehr Überhöhung in den Kurven wäre es für die Rennen vielleicht ein bisschen spannender, aber das ist natürlich für alle Teilnehmer dasselbe und entsprechend müssen wir uns darauf einstellen. Meine permanente Speedway-Nummer ist die 34, die ich mir ausgewählt habe, weil das die erste Startnummer ist bei meinem allerersten Speedway-Rennen meiner Karriere. Also Hans Andersen mit den general überholten Motoren, wie gesagt, aus der Tuning-Schmiede von Ex-Rennfahrer Sean Wilson aus der britischen Liga. Denn er fährt ja in England für Coventry und hat bei Gary Havelock, einem Ex-Weltmeister aus England, eben diesen Notfallfahrplan entwickelt, nachdem in Thorn noch in der englischen Liga nichts zusammengelaufen ist. Tomáš Golob unterwegs, der fährt schon lange, lange nicht mehr in England, auch nicht mehr in der Weltmeisterschaft. Er konzentriert sich auf die EM und natürlich auf die Szene in Polen, wo er der unumschränkte Star des Bahnsports ist. Golob kommt hier jetzt auf den äußeren, auf den gelben Startplatz.
in einem Lauf, in dem es wieder mal vor Spannung knistert. Innen nämlich Grigori Lagutard, daneben Peter Kildemant und dann in Weiß Emil Saifudinov auf dem Nischler GM. Wie gesagt, hätte auch schon Java fahren sollen in diesem Jahr, hatte schon so eine Art Vorvertrag, eine Vorvereinbarung mit Java beim Comeback der Tschechen nach, ich glaube, 5 oder 6 Jahren Abstinenz wegen Insolvenz. Neue Investoren gibt's und mit denen wird jetzt die Speedway-Szene wieder aufgeräumt. Es gab, während hier nochmal die Kette gesprüht wird, eingesprüht wird, es gab ein Vorabkommen für Saifudinov mit Java. Dann allerdings hat er sich doch noch dagegen entschieden, fährt Java Fahrgestelle zum ersten Mal, aber eben keine Java-Motoren, sondern GM-Motoren aus der Schmiede von Anton Nischler. So, und jetzt haben wir schon relativ tiefe Rillen. Das heißt, jetzt muss natürlich der Motor richtig ackern am Start, weil ja der Reifen gerade bei Anpressdruck dann auch etwas breiter wird und dann die Seitenstollen in dieser Gruft, also praktisch in der Rille, zum Tragen kommen. Das gibt natürlich Wahnsinnsantrieb und so wie das aussieht, muss auch hier richtig Antrieb sein, weil die Fahrer immer weiter mit dem Kopf über den Lenker gehen. Das ist kennt man sofort, wenn man selber das jahrelang gemacht hat. Wenn der Antrieb zu stark wird, dann geht man einfach immer noch weiter mit dem Kopf über den Lenker rüber, um das Aufsteigen des Vorderrads zu verhindern. Schau mal so ein bisschen, Egon, da hinten an den äußeren Rand der Kurve, direkt vor dem Luftfangzaun. Da sammelt sich schon ein bisschen Material. Das ist typisch für Landshut, dass das hier ganz weit, und zwar wirklich ganz weit bis zum Zaun rausgefahren wird und dann auch nicht mehr zurückgeschleppt werden kann zur Gänze. Das ist jetzt vor allen Dingen deswegen wichtig, weil Tomasz Golob, der Spezialist für die Außenbahn, der startet hier von der Außenbahn. Hier Janusz Kolodziej, achten Sie auf dessen Schulter. Das ist, was ich Ihnen gerade schon mal gesagt habe. Die alten Kriegsverletzungen sozusagen von einem Schlüsselbeinbruch, typisches Merkmal bei Janusz Kolodziej hier. Jetzt also Laguta in Rot gegen Kildemant in Blau, gegen Saifudinov in Weiß und Golob in Gelb. Boah, Rempler gegen Kildemant, das hätte ich geahndet vom Schiedsrichterturm aus. Fällt auf den letzten Platz zurück. Peter Kildemant, das war ungerecht. Laguta auf der 1 und innen stiehlt sich Saifudinov durch. Die innere Bahn funktioniert also nach dem Bahndienst ein weiteres Mal. Noch ist sie nicht so ruppig, wie das in Landshut auf den inneren 2 Metern im Laufe des Abends gerne mal wird. Das war noch ganz ruhig, wie Saifudinov sich da hat durcharbeiten können. Saifudinov auf 1 vor Laguta und dann Tomasz Golob, und Golob verhungert noch ein bisschen da außen rum. Ja, da außen ist ihm auch die Luft ein bisschen zu dreckig und schlecht zu durchschauen. Also je weiter man hinten ist, je schlechter ist ja auch die Sicht. Man erkennt die Rillen nicht mehr und den Vordermann mag man auch nicht mehr so dicht auffahren, wenn die Bahn ein wenig ruppiger wird. Das ist natürlich ganz gefährlich. Und er schaut sich nochmal um, Kildemant ist aber weit weg und da passiert nichts mehr. Gelbe Flagge symbolisiert die letzte Runde. Saifudinov, jetzt kommt der Angriff von Kildemant, weil bei Golob irgendwas aus den Fugen geraten ist. So schnell nicht sehen können, ob es die Kette war. Das Motorrad hoppelte nur noch, sah nach Plattfuß aus, richtig, weil die Maschine hoppelte. Die Wiederholung wird es uns gleich zeigen. So oder so, damit ist Golob seine weiße Weste los. Schreibt hier 0 Punkte. Die Chance für Václav Milik, später die alleinige Führung zu übernehmen. Und Emil Saifudinov bringt sich damit natürlich auch wieder mittenmang zurück ins Geschehen. Saifudinov hat dadurch jetzt nämlich Susanis 7 Punkte eingeheimst und geht in der Gesamtwertung in diesem Block dadurch vorbei an Tomasz Golob, weil der auf seinen 6 hängen bleibt. Da ist er. Ah, das ist Enttäuschung jetzt für ihn, das sieht man. Das sind so Sachen, die schmecken einem Rennfahrer auch nicht, wenn die Technik einen Strich durch die Rechnung macht. Es wäre ja sicherlich noch ein Punkt drin gewesen. So ist natürlich 0 Punkte immer eine hässliche Sache. Da ist Saifudinov, der Laufsieger. Vielleicht kriegen wir noch mal die Zeitlupe, wo wir sehen, wo Kildemant abgeschossen wird. Das fand ich nicht so astrein. Also dem Fahrer, der das gemacht hat, dem hätte ich aber noch ein paar Texte erzählt. Da kommt zunächst einmal Tomasz Golob zurück ins Fahrerlager. 0. Durch diesen mutmaßlichen Reifenschaden. Jetzt schauen wir doch zunächst einmal auf Kildemant, genau, in Blau. Ja, wird er richtig angerempelt. Das und Laguta. Ja, Laguta war der Böse. Böser Laguta. Jetzt schauen wir mal eben, was mit Tomasz Golob passiert. Der Mann in Gelb. Da ist noch Luft im Reifen. Ah, Golob ganz gut gestartet. Perfekt, alles soweit. Aber da bleibt er zu lange außen, hat einen Quersteller. Innen zieht natürlich sofort Laguta durch, der sofort auch merkt, wo seine Chance ist.
Und Gollop rudert jetzt noch ein bisschen verzweifelt da außen rum. Innen ist natürlich Emil an beiden vorbei. Ne? Das war eben halt der Spruch des lachenden Dritten. Ne? Ich würde trotzdem zu gerne sehen, warum Tomasz Gollop letztlich nicht mal einen Punkt vergönnt ist, sondern er ausgefallen ist. Ich vermute ganz sicher, also das war ein Reifenschaden. So, schwer da nach außen, wie die Maschine ausgerollt ist, im Häschenstil. Aber die Zeitlupe war uns nicht vergönnt. Im Hintergrund macht sich derweil Lindbeck bereit und hier Reifenwechsel bei Tomasz Gollop. Das allerdings ist üblich, das ist noch kein Rückschluss, denn nach jedem Lauf werden hier die Räder gewechselt. Ja, und zwar, weil die Kanten des Profils rund werden. Die sind ja scharfkantig, das Schab besser in einem losen Material. Und man hat aber die Räder so konstruiert, dass man von beiden Seiten das Antriebsritzel raufschrauben kann und das praktisch also nur rausnimmt, das in der Rad dreht und wieder reinsetzt. Der Reifen wird ja durch Reifenhalter gehalten, dass das Ventil in der Mitte nicht abreißen kann. Und in Lauf Nummer 10 kommt wiederum Michael Hertel jetzt mit einer anderen Übersetzung und einer anderen Zündung ausstaffiert für den äußeren Startplatz. Piotr Protasiewicz in Rot, Przemyslaw Pawlicki in Blau, Niki Pedersen hier groß im Bild in Weiß und ganz außen Michi Hertel, der Junior aus Landshut mit dem gelben Helm, mit einem jetzt auf links gedrehten Motorrad. Das wäre natürlich eine Sensation, wenn er jetzt von außen rausballert, den großen Radius mitnimmt, den Antrieb da hinten an den Airfans, das lose Material und das Hinterrad bekommt und er den nötigen Vortrieb bekommt. Das wäre natürlich sensationell. Andersen steht bereits parat für seinen nächsten Lauf, aber hier noch zunächst noch das Quartett mit Protasiewicz, Pawlicki, Pedersen und Hertel. Den besten Start erwischt Niki Pedersen, Hertel auf der letzten Stelle. Innen die Landshut-Linie, natürlich der Angriff von Michael Hertel, dem Lokalmatadoren, auf Pawlicki, aber das nützt nichts. Pedersen auf der 1, Protasiewicz auf der zweiten Stelle. Ah, man muss es einfach mal sagen, mit 17 ist man noch nicht so weit, gegen Welt- und Europameister gewinnen zu können, obwohl das hier und da manchmal schon so fast geklappt hat. Aber hier, da gehen die Uhren anders, weil hier wird am Ende nämlich alles zusammengerechnet und der Europameister ermittelt. Und das ist natürlich etwas, ein Titel, den jeder mit nach Hause nehmen möchte. Hertel hat um einen Punkt den Einzug ins U21-WM-Finale verpasst. Dreimal in Folge deutscher U21-Meister, zuletzt in Herxheim in der Pfalz, auf der Speedwaybahn im Infield der mächtigen Langbahn dort. Hier allerdings jetzt doch deutlich abgeschlagen. Pedersen sicher auf dem Weg zu weiteren drei Punkten. Und damit geht auch Pedersen vorbei an Tomasz Gollop. Pedersen übernimmt damit sogar die Führung mit 8 Zählern in der Zwischenwertung des Abends. Hat er sich wieder so durch manövriert? Das ist schon wieder sensationell. Sicherer Sieg für Niki Pedersen mit dem weißen Helm. 8 Punkte für ihn. Damit übernimmt der Däne die Führung in der Gesamtwertung. Vor Emil Seifudinov und vor Tomasz Gollop. Allerdings in Lauf Nummer 11 kommt noch Václav Milik im nächsten Durchgang. Also, und der kann an beiden wieder vorbeigehen. Zunächst aber diese 3 Punkte, die Pedersen zur Tabellenführung gereichen. Da ist er. Die Wiederholung. Hertel hat außen größte Mühe, aus dem Band zu kommen, während Pedersen das zur Perfektion gelingt. Und da legt Pedersen in Weiß schon den Grundstein zum Sieg. Aber die Reaktion von Michael Hertel war super. Aber so nach einem Meter stieg das Vorderrad zu hoch. Er musste einfach in den Kupplungshebel reingreifen, um den Leistungsfluss, den Kraftfluss zu unterbrechen, dass das Vorderrad nicht weiter hochkommt. Aber dann ist so ein Ding verloren. Fährt auch nicht den runden Stil. Hier sehen wir es wieder, das passiert ihm oft. Dieses sogenannte Eindrehen, wenn die Maschine quer kommt. Der ist recht groß für einen Speedway-Fahrer. Der hat nochmal einen Wachstumsschub bekommen in den vergangenen 10, 12 Monaten ungefähr, sodass er wirklich der größte Fahrer des ganzen Fahrerlagers ist. Und das macht es nicht einfach für ihn, in den Kurven die Balance zu wahren. Hertel einen guten Kopf größer beispielsweise als ein Niki Pedersen. Lauf Nummer 11. Mit Václav Milik auf dem inneren Startplatz. Milik noch ungeschlagen. Der kann sich jetzt wieder vorbeiarbeiten. Dann Antonio Lindbeck, den Sie hier sehen auf dem blauen Startplatz. Zweiter von innen. Daneben Hans Andersen. Und ganz außen Janusz Kolodziej in Gelb.
Ja, scheint ein interessanter Lauf zu werden. Es sind doch relativ gleichmäßige Fahrer da, wobei man sagen muss, dass Anthony Limpik jetzt ein Brikett drauflegen muss, wenn er noch irgendwo einen Ton mit angeben will. Dann ja, ein muss Punkt er ist natürlich indiskutabel für Limpik. Dem nützt im Prinzip jetzt nur ein Sieg. So ist es. Aber gegen Milik muss der erstmal gewinnen, so gut wie der heute Abend drauf ist. Und Hans Andersen mit seinen 4 Punkten, der hat seinen Abend auch schon, oder sieht auch schon die Felder des Abends vor seinem geistigen Auge davon schwimmen, muss jetzt hier also auch nach dem vermurksten letzten Rennen wieder Gas geben. Niki Pedersen beobachtet das Ganze. Ja, hat gute Laune, so wie das aussieht, mit Berechtigung. Zu Recht, ja. Und hier Václav Milik, der Mann, der jetzt nach der alleinigen Führung greift, nachdem Tomasz Golob dort zuerst eingebrochen und dann sogar ganz ausgefallen ist in seinem vorherigen Durchgang. Hochdrehen und Kupplung schnalzen lassen. Den besten Start erwischt der Mann in Gelb, Janusz Kolodziej, der sich vor Antonio Lindbeck in Führung setzt. Lindbeck auf der Innenbahn, Kolodziej verteidigt Platz 1, Milik ist Letzter. Václav Milik ist auch Letzter. Also auch der kriegt hier eins auf den Deckel und verliert seine weiße Weste. Hans Andersen vor Václav Milik und Antonio Lindbeck auf der ersten Position. Der sucht jetzt außen das lose Geläuf und das ist jetzt mittlerweile dort. Das ist mittlerweile dahin gewirbelt worden, sodass man das Hinterrad da ins Kissen eingraben kann. Lindbeck hat es gespürt und Lindbeck setzt sich jetzt deswegen vorne Zentimeter um Zentimeter von Janusz Kolodziej ab. Ich habe das so genau beobachtet, wie er sich vom dritten auf den ersten Platz vorgearbeitet hat. Das ist sensationell, wie er das gemacht hat. Er hat seinen Gegner studiert, angedeutet, er greift außen an und hat ganz schnell dann nach innen gewechselt, nachdem der Gegner sich raustragen lassen hat, bewusst um abzublocken. Also das ist schon ein tolles Rennen, dieser Lauf. Und Kolodziej agiert da hinten nur noch, reagiert nur noch auf das, was Lindbeck ihm vorgibt. Antonio Lindbeck agiert ganz klar von der Spitze aus, kontrolliert dieses Rennen, schlägt die Linie ein, die richtig ist. Und Antonio Lindbeck meldet sich zurück im Kampf, zumindest ums Halbfinale hinein. Václav Milik ebenfalls einen vollen Koffer bekommen, jetzt 0 Punkte für ihn. Und damit ist Niki Pedersen der neue Spitzenreiter vor Emil Seyfudinov. Golob und Milik zurückgefallen, nachdem sie zu Anfang so dominant gewesen sind. So schnell geht's. Ja, aber ich habe mir so gedacht, Antonio Lindbeck, der muss jetzt wirklich eine Schaufel drauflegen auf dem Ofen. Und das hat er gemacht, um noch mit einmal dabei zu sein. Und der ist jetzt wieder mittendrin im Kreise derjenigen, die hier um den Tagessieg mitkämpfen. Toninho Lindbeck, der hat sich und sein Leben wieder in den Griff bekommen. Dem droht ja, was heißt dem droht, der ist verknackt zu einem Monat Hausarrest in Schweden wegen diverser Alkoholvergehen im Straßenverkehr. Und das war so eine Art Weckruf für ihn. Hier schauen wir noch einmal hin. Zunächst einmal nur auf der zweiten Position und dann kommt dieser Angriff. Wie gesagt, der Ritt auf der Rasierklinge vom wilden, langmähnigen Mann aus Schweden. Ja, das macht er super. Und zwar, indem er also praktisch seinen Gegner richtig verlegt, droht an zu überholen. Der macht dicht, er geht nach außen raus. Und wie er merkt, dass er sich raustragen lässt, überschneidet er. Also sensationell in dieser Einstellung sieht man es nicht. Jetzt geht er nach außen raus. Der Gegner beobachtet ihn und lässt sich jetzt raustragen. Und da überschneidet er in dem Punkt. Und zack, ist er vorbei. Tolles Manöver von Toninho Lindbeck. Er findet dann außen auch den Vortrieb, gräbt das Hinterrad ein und kontrolliert damit dieses Rennen von der Spitze aus. Aber hast du gesehen, nett der Gruß, ne? Wie er seinen Gegner noch grüßt. War doch alles fair, ne? So, das heißt ungefähr, war alles gut, ne? Alles gut, ne? Ja. Und jetzt kommt wiederum Martin Smolinski, Lauf Nummer 12. Smolinski auf dem gelben Startplatz ganz außen. Martin Vaculík in Rot innen. Dann Tomasz Jelczejak auf dem blauen Startplatz. Artyom Laguta in Weiß und Smolly, Martin Smolinski. Ein Punkt bis jetzt. Das wäre etwas jetzt, dieser Lauf, der könnte ihm schmecken. Ich weiß, dass Martin von Gelb super wegfahren kann in Landshut und auch genau weiß, welche Linie er fahren muss in der ersten Ecke. Wenn sie alles roh gelassen haben, wie es in dem Lauf vorher war, von der Abstimmung her und er nicht ein Zahn runter oder rauf gegangen ist oder die Kupplung um Himmels Willen nicht die Kupplung angefasst hat, dann kann das nochmal funktionieren, dass er nochmal so einen Huser-Anritt hinlegt. Hat sicher den Braten gerochen und damit Blut geleckt, weil er gerade Anschluss hat halten können an Pedersen und an Golob. Und da die halten heute Abend nicht allzu viele Anschluss.
Smolinski hat es geschafft hier mit dem gelben Hemd. Gute Reaktionszeit. Super. Smolinski in Führung. Smolinski auf der ersten Position. Innen ist die Bahn zwar kürzer, aber glatter, sodass Smolinski das Hinterrad eingraben kann. Smolinski auf der ersten Position vor Martin Vaculík. Vaculík kriegt es mit Artyom Naguta zu tun. Und Smolinski hat bereits 3-4 Motorradlängen Vorsprung. Da kann ihn jetzt keiner mehr folgen, weil er jetzt sich voll auf die Balance konzentrieren kann. Er fährt jetzt absolut im Antrieb. Er sieht die Bahn genau, wo der Griff ist. Und genau da fährt er hin und er kennt jeden Zentimeter in Landshut. Jetzt haben wir mal die spannende Frage, Egon. Ist das jetzt der umgebaute Motor oder ist das die gnadenlose Ortskenntnis der Bahn, wie Smolinski hier so viel besser aussehen lässt? Verschiedene Faktoren entscheidend jetzt für diesen Erfolg. Zunächst natürlich klar, das Motorrad haben sie geändert. Das war nicht Sachen nach seinem Geschmack. Die Leistungsentfaltung des Motors hat ihm nicht gefallen. Jetzt haben sie das geändert und Gratulation an Firma Große Wächter. Fritter, da hast du einen guten Job gemacht. Die Locke, die passt aber genau wie die Faust aufs Auge für den Motor. Und das ist ein sensationeller Sieg mit einem riesen Vorsprung. Das ist besonders zu bewerten. Smolinski gewinnt das hier von der ersten Kurve, vom Rausbeschleunigen aus der ersten Kurve hat er eine Soloflucht angetreten und hier natürlich entsprechend der Glückwunsch an sein Motorrad wie ein Pferd und das pumpt ihn jetzt natürlich auf. Denn der ist genau wie Nicky Petersen. Der ist eigentlich das deutsche Pendant zu Nicky Petersen. Ja. Der kriegt immer wieder was zu hören und richtet sich auch daran auf und pusht sich daran auf und zieht eine Motivation darauf, dass auch er die Massen spaltet. Ja, und deshalb halte ich auch immer zu ihm, egal was passiert, lass die Leute reden. Er hat es einfach verdient. Er gibt dem Sport die nötigen Impulse, die wir brauchen. Und man sieht es ja, jetzt wird wieder jeder darüber reden. Habt ihr gesehen, wie Smolinski gefahren ist? Der kann so, und der hat jetzt nämlich auch 4 Punkte. Und das ist gar nicht mal so weit weg. Wenn der jetzt noch zweimal wirklich vorne mit reinfährt, dann kann plötzlich auch Martin Smolinski hier noch ums Halbfinale mitkämpfen. Der Zug ist beileibe noch nicht abgefahren. Und das ist Darren, sein Mechaniker aus England, der immer aus England rüberkommt und ihn betreut. Das ist sozusagen so mehr oder weniger sein Mentor. Den muss er dabei haben, sein Freund Darren aus England. Und da macht er bereits den Sack zu. Ja, der war so untouchable, also man konnte ihm nicht folgen, weil er jetzt genau mit dem Hinterrad in den Antrieb reinfährt. Am Außenbelag, wo der lose Grip ist, da fährt er jetzt seinen Gegnern einfach vorbei. Das weiß der natürlich genau, so oft wie der hier unterwegs ist, wann die Bahn in diese Richtung läuft sozusagen, genau. Wann der Belag dahin sich verwirbelt und dahin sich verlagert. Und deswegen hat Smolinski wahrscheinlich sogar noch das Glück gehabt, dass er hier den gelben Startplatz gehabt hat, weil er sich gleich von Anfang an genau da hat einreihen können. Und das unwahrscheinlich ist auch bei Martin, der es hat so viele Parallelen zu Nicky Petersen, auch wenn man den versucht fertig zu machen, das schafft keiner. Der geht immer wieder dann richtig motiviert in das nächste Rennen, der lässt sich nicht einschüchtern und das finde ich auch lobenswert. Martin, mach mal weiter so. Drei Punkte für Martin Smolinski, 4 insgesamt. Dadurch liegt er momentan zwar nur auf Platz 11, aber Sie sehen ja, wie eng das da ist. Es sind gerade mal 2 Punkte zwischen Smolinski und Václav Milik. Und hier kann heute Abend jeder jeden schlagen. Das ist beileibe nicht so, wie es in Thorn in der Vorrunde war, dass Seifodinov oder ein Fahrer alles platt macht. Bis runter zu Smolinski, bis runter zu Grigory Laguta mit 4 Punkten. Die haben alle noch Semifinalchancen. Ich sagte eins, Egon, dieser Abend, der kostet uns Nerven. Es sind 11 Fahrer innerhalb von 2 Punkten. 11 Fahrer, die alle noch realistische Chancen haben, hier ins Halbfinale zu kommen. Von Václav Milik mit 6 Punkten bis runter zu Grigory Laguta mit 4 Punkten. Die alle haben noch beste Chancen. Nicky Petersen schleicht sich momentan so ein bisschen in Führung. Nicky Petersen mit 8 Punkten, der alleinige Spitzenreiter vor Emil Seifodinov. 8 Punkte für Petersen, 7 für Seifodinov. Das hier jetzt Nicky Petersen, der Gesamtführende im Interview. It's all about, you know, scoring the points, you know, to be consistent in this European Championship. So Konstanz ist wichtig in der Europameisterschaft, jeder Punkt zählt. Gute Starts und nicht mit der Abstimmung rumfummeln, das ist das Geheimnis zum Erfolg, der Weg zum Erfolg heute Abend und diesem Fahrplan folge ich momentan. Natürlich ändert man immer ein ganz bisschen was, die Bahn ist extrem glatt heute Abend und die Bahn ändert sich nicht so drastisch, wie man das von anderen Bahnen
an, Herr Kent. Das heißt, man muss ein ganz bisschen nur an der Maschine ändern, Nuancen sozusagen. Und das gelingt mir momentan recht gut. Mein Startplatz im letzten Lauf, der hat mir nicht ganz behagt, aber auch da habe ich einen guten Start hingebogen, sodass ich eigentlich jetzt sicher bin, dass ich von jedem Startplatz aus gut ins Rennen komme und hier weiter gut in die Punkte fahren kann. Nicky Pedersen also in Führung. Der jüngste Fahrer allerdings, das ist Michael Hertel, 17-jähriger Deutscher. Dreifacher deutscher Juniorenmeister und hier Lokalmatador in Landshut. Ich fahre hier bereits seit dem Jahre 2006, seit meinen ersten Rennen in der 50 Kubikzentimeter Klasse. Ich bin durch die Juniorenklassen B und C aufgestiegen hier in die 500er. Ich kenne diese Bahn also wirklich absolut aus dem FF. Das sollte eigentlich ein Heimvorteil für mich darstellen. Im vergangenen Jahr war er die große Offenbarung hier beim Speedway Best Pairs Cup. Im Vorjahr war es ja andersrum als dieses Jahr. Da war in Güstrow die Europameisterschaft und hier in Landshut das Paarfahren. Jetzt ist es ganz andersrum hier. Letztes Jahr war das nicht nur für mich ein ganz toller Abend, sondern für das ganze Stadion, die hinter mir gestanden haben, und auch für die ganze Mannschaft. Wir hatten prima Starts und wir waren auch über die Runde hinweg sehr, sehr schnell. Das war ein toller Abend für uns. Ich habe damals 6 Punkte gefahren, einer der besten Abende in meiner Karriere, und das hat wirklich uns Grund zur Stolz gegeben. Ich bin froh, dass ich hier in Landshut als Gaststarter auf heimischem Boden die Chance habe, mich mit den Besten Europas zu messen. Mir ist klar, dass es heute ein ganz hartes Brot wird, auch nur einen einzigen Punkt zu holen. Denn man kann hier nicht einfach so vorbeifahren, als ob ein anderer Gegner aus einer anderen Liga, ein Zweitligist quasi wäre. Ich werde alles geben und am Ende mal schauen, was auf dem Programm für mich stehen bleibt an Gesamtpunkten. Letztlich zählt aber auch und vor allen Dingen die Erfahrung, die ich hier sammeln kann. Sagt Michael Hertel, in 17 Jahren der jüngste Teilnehmer des Feldes. Bislang hat er noch keinen Punkt in seiner Bilanz stehen. Er kommt wieder in Lauf Nummer 14. Aber zuerst warten wir auf Rennen Nummer 13. Und da sehen wir gleich wieder Martin Smolinski. Diesmal vom roten, vom inneren Startplatz gegen Piotr Protasiewicz, gegen Janusz Kolodziej und gegen Emil Sajfudinov. Sajfudinov, Tabellenplatz 2 für den Mann in Gelb, der hier von außen startet. Ein Punkt hinter Pedersen und ein Punkt vor der ganzen Horde, vor dem ganzen Rudel, in dem sowohl Protasiewicz als auch Smolinski drin sind. Smolinski 2 weitere Punkte hinter Protasiewicz zurück. Der nächste Durchgang beginnt mit Emil Sajfudinov auf dem Tabellenzweiten auf dem äußeren Startplatz. Martin Smolinski, Laufsieger vor dem Bahndienst im roten Helm ganz innen. Sajfudinov, die 89 in Gelb. Piotr Protasiewicz, hier sehen Sie dessen Rücken. Und Janusz Kolodziej, die beiden Polen zwischen Smolinski und zwischen Sajfudinov. Ja, kann wir noch mal so einen Husarenritt sehen wie vorhin von Martin Smolinski. Da hat er natürlich jetzt ein paar andere dicke Brocken aus dem Weg zu räumen. Und zwar Emil Sajfudinov. Der wird jetzt nämlich auf der Bahn, die Martin so gerne mag, von der Außenbahn starten und natürlich auch mit unglaublich Schuss von außen rüber segeln und versuchen, Martin sofort den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil er hat ja den Lauf vorher gesehen, wie Martin fahren kann. Wenn er frei ist und keiner vor ihm ist, dann setzt er sich ab in einer unglaublichen Geschwindigkeit, die er da aufgebaut hat, und das weiß eben. Für Smolinski zählt jetzt natürlich jeder Punkt, denn der kämpft ums Halbfinale und hat zwei direkte Gegner vor der Brust. Hier Nicky Pedersen hat zwei Mann mit 6 Punkten, nämlich Piotr Protasiewicz und Janusz Kolodziej. Piotr Protasiewicz, die 151, ist der einzige im Feld übrigens, der hier extrem kurzhubige Motoren fährt aus der Schmiede von Peter Johns, dem in der Weltmeisterschaft so hoch angesehenen Tuner. Das sind die extremen Kurzhuber mit 92 mal 76, wenn ich es richtig weiß. Hier erwischt Smolinski einen guten Start, zumindest einen besseren als Protasiewicz, aber ist nur Dritter. Sajfudinov kommt außen auch nicht vorbei, schneidet jetzt, so wie Smolinski es auch
gerne mal macht, hier von außen nach innen in die Kurve rein. In Führung liegt Janusz Kolodziej. Smolinski auf Rang 3. Das ist nicht genug, um den Kessel unter Dampf zu halten. Ja, das Rennen ist aber noch nicht zu Ende, aber Martin ist auch da ein bisschen eingequetscht worden. Da konnte er seine Geschwindigkeit nicht so richtig voll entfalten, wie in dem Lauf vorher. Aber nichtsdestotrotz, er schlägt sich hier wacker. Aber vorne spielt natürlich die Musik hier von Piotr. Janusz Kolodziej auf der ersten Position. Janusz. Dann Emil Sajfudinov auf 2, dann mit Respekt Abstand Smolinski und Piotr Protasiewicz mit diesem Ultrakurzuber mit dem Babystroke auf dem letzten Platz. Kolodziej nach wie vor in Führung, ganz klar, aber wird nochmal hier bedrängt. Da kommt nochmal Emil auf und er macht auch nochmal ein paar Zentimeter gut, aber um das vorbeizufahren, das glaube ich nicht. Klappt nicht, dann überzieht er nochmal und kommt ins Straucheln. Da kommt Smolinski noch einmal ran. Kolodziej setzt sich durch und Kolodziej zieht damit punktemäßig gleich mit Emil Sajfudinov. Janusz Kolodziej und Emil Sajfudinov haben jetzt also beide 9 Punkte auf dem Konto. Damit ist jetzt der zweite Platz von Sajfudinov in der Gesamtwertung schon wieder extrem wackelig. Eine Niederlage von Sajfudinov gegen Kolodziej. Und schon ist Kolodziej hier derjenige, der nach Sajfudinovs Hacken schnappt in der Gesamtwertung. Smolinski mit einem Punkt. Das ist ein Dämpfer in der Hoffnung, ins Halbfinale einzuziehen. Und der Nuller von Piotr Protasiewicz, der wirft den sogar noch zurück. Nein, nicht hinter Smolinski, hat noch einen Punkt Guthaben auf Martin Smolinski. Aber 0 Punkte kannst du dir nicht erlauben in diesem Wettbewerb hier. Start war eigentlich nicht so schlecht, aber jetzt muss er natürlich einlenken, weil vor ihm dicke Luft ist hier von dem Mann mit dem weißen Helmüberzug. Janusz Kolodziej, der nimmt ihn hier ein bisschen den Wind aus dem Segel, aber trotzdem. Emil kommt von außen auch nicht so richtig in Schwung, bleibt da außen hängen, erwischt vielleicht eine glatte Stelle. Da konnte Martin noch mal ein bisschen gleichziehen, aber hat nicht gelangt. Kolodziej, der Sieger dieses Laufes, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat gewonnen und er ist punktgleich gezogen mit Emil Sajfudinov, dem momentan Gesamtzweitplatzierten. Es wird immer und immer dramatischer heute Abend. Und der nächste Knaller, der kommt gleich. Michael Hertl in Rot trifft nämlich auch gleich 3 6-Punkte-Fahrer. Martin Gaculik, Václav Milik und Tomáš Golob. Im Moment sind das die Plätze 3, 4 und 5 in der Gesamtwertung nach dem vorherigen Block, nach dem vorherigen Durchgang. Milik, Golob und Vaculik jeweils mit 6 Punkten. Einer aus diesem Trio hat also die Chance, jetzt aufzuschließen auf Janusz Kolodziej und auf Emil Sajfudinov, während hier Michael Hertl in Rot seinen inneren Startplatz präpariert. Das hier Václav Milik nach 2 Laufsiegen eingebrochen, wird also auch reagiert haben mit seiner Abstimmung jetzt. Die Uhr läuft, 2-Minuten-Frist bereits ausgelaufen. Hertl ganz innen, 0 Punkte für den Youngster. Dann Vaculik, Milik und Golob die 6er. Das ist natürlich auch wieder ein Lauf, der interessant ist. Man kann ja dann ja auch studieren mal den Michael Hertl. Lernt er was daraus, gegen so Weltklasse-Fahrer zu fahren? Das mit Sicherheit. Denn die letzten Rennen, wo ich ihn gesehen habe, ein Güstrow-Sieger, ein Wittstock-Sieger. Und da hat er mit Leichtigkeit gewonnen. Aber hier gehen die Uhren natürlich anders. Das ist die Weltspitze hier. Und das sind eben halt die Cracks, die auch wirklich ihm keinen Zentimeter schenken. Da muss er also auch nochmal Lehrgeld bezahlen. Aber das macht er mit Bravour. Artyom Laguta steht bereits parat mit dem Helm, während hier der Start absolviert ist. Hertl, Reaktionszeit wieder sehr, sehr gut. Jetzt schleicht er sich da innen auf Platz 2 vor Milik und vor Golob. Hertl auf der 2. Position, Vaculik auf 1. Hertl jetzt allerdings wieder zurückgefallen, hart angegangen, setzt sich aber auch hier jetzt mit Ellenbogeneinsatz ein und fährt mal kurz Václav Milik vors Vorderrad. Also ins Boxhorn jagen lässt er sich jetzt ja auch nicht mehr so ohne weiteres. Tankt Selbstvertrauen und ist ja auf dem Weg zu seinem ersten Punkt. Angriff von Golob auf Vaculik und Golob ist vorbei. Kann sich jetzt hier außen eingraben ins Kissen und übernimmt damit die Führungsarbeit. Golob, dann Vaculik und dann dahinter Michael Hertl, der vor Václav Milik bleibt. Und das macht er in einer unglaublichen Manier. Mit so einer Selbstsicherheit und so einer Routine. Es sieht aus, als wenn er sein Leben lang noch nie was anderes gemacht hat, fährt er hier super seinen Punkt. Und das wird wohl wirklich ein Punkt, wenn er jetzt nicht nur auf den letzten Drücker sich einen Fehler leistet in dieser Kurve. Michael Hertl bleibt
vor Václav Milik. Und damit hat auch Hertel dann den ersten Punkt auf sicher. Milik versucht da außen nochmal was, nachdem Hertel wieder zu sehr eingedreht hat. Aber es bleibt beim einen Punkt für Michael Hertel. Und damit schaut es nicht mehr gar so traurig aus für ihn. Auch der also hat einen Aufzähler auf dem Konto. Und das ist eine realistische Ausbeute in diesem Feld, in dem ein Tomasz Golob heute Abend wirklich gewaltig unterwegs ist. Golob hat jetzt 9 Punkte, gleich mit Saifudinov und gleich mit Kolodziej. Martin Vaculík 2 Zähler, 8 also für ihn. Und Václav Milik 0 Punkte. Das ist der große Verlierer der letzten beiden Durchgänge. Ein Einbruch für Václav Milik, der von Maximum runtergerauscht ist auf Kreisklasseniveau. Ja, das ist das Problem, dass relativ junge Fahrer einfach noch nicht das so in den Griff bekommen, die Abstimmung, wenn die Bahn sich verändert. Aber hier sehen wir eine tolle Fahrt von Michael Hertel in Rot. Er schlägt sich sensationell gegen Top-Leute hier. Achten Sie vor allen Dingen mal darauf, der ist, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Fahrer nach diesem Wachstumsschub. Der kann sich nicht so in die Fußraste reinhängen und reinstellen, wie Niki Pedersen das tut. Dann winkelt das Knie sehr leicht an und er neigt dann dazu, einzudrehen. Das Motorrad-Hinterrad stellt sich zu weit aus, die Maschine dreht dann ein. Er muss sich ein bisschen mehr mit der linken Gesäßhälfte über den Sattel zwingen, um wirklich eine optimale Gewichtsverteilung hinzukriegen. Und das macht er hier eindeutig und optimal. Fühlt sich nicht immer wohl, wenn er dort das Hinterteil so weit links raushängen muss. Das gibt ihm manchmal ein bisschen Unsicherheit. Hier allerdings macht er genau das zur Perfektion. Der Lohn ist der Punkt für Michael Hertel gegen die Weltelite. Hier können Sie es jetzt schön sehen. Aber Martin, du weißt, das war hart, hart an der Disqualifikation eben. Ne? Michael hat ihn richtig hart genommen. Ne? Aber eben, er hat sich nicht fallen lassen. Er hat das beherzigt, was Niki Pedersen gesagt hat. So soll es sein. Lauf 15 sieht Peter Kildemand in Rot. Da kommt er gegen seinen Landsmann Hans Andersen in Blau, gegen Artyom Laguta und gegen Premislav Pavlicki. Und auch das ist wiederum ein Heat voller knisternder Spannung. Kildemand hat 2 Punkte. Ich glaube, den können wir als ersten Mal ausklammern aus dem Reigen der Halbfinalanwärter. Hans Andersen jedoch hat 4 Punkte. Artyom Laguta hat 4 Punkte. Und Premislav Pavlicki hat ebenfalls 4 Punkte. Hier die 222. Das ist Pavlicki. Also für all diejenigen gilt es hier, die Sieger oder der Sieger schiebt sich sogar noch vorbei an Smolinski und an Protasiewicz und segelt dadurch möglicherweise auf Halbfinalkurs. Andersen, Laguta und Pavlicki allesamt mit 4 Punkten. Einer von denen wird es hier richten, einer von denen wird einen ordentlichen Sprung nach vorne machen jetzt. Ja, zu wünschen wäre es natürlich Peter Kildemand. Der hat ja auch nicht besonders viel Glück gehabt in diesem Rennen. Und aber dem nützen 3 am wenigsten. Der hat nur 2 Punkte. Der wird wohl nicht mehr da vorne reinfahren bei normalem Rennen. Ich sehe ihn so gerne fahren. Das ist wahr, ja. Begeistert und fährt sich in die Herzen des Publikums immer wieder rein mit seinen Attacken. Aber eben heute wirklich nicht mit dem Glück gesegnet. Herr Guter in Weiß, die 222, Pavlicki in Gelb, ganz außen. Den besten Start erwischt Hans Andersen, der sich innen da durchschmuggelt. Es ist glatt, Sie sehen es, dass sich dort das Licht bereits spiegelt. Die aufgerüstete Flutlichtanlage für dieses Rennen ja neu installiert. Mit 1000 Lux hier im Stadion in Landshut. Weil hier viel mit Solarenergie gearbeitet wird, ist das sogar noch eine umweltverträgliche Form, das Ganze hier fernsehgerecht und auch HD-gerecht sogar aufzubereiten, was der AC Landshut dort gemacht hat. Mit viel Eigenleistung und mit viel Zukunftsfähigkeit dank der ewigen Solarzellen, der riesigen Solarfelder hier. Und obwohl es da innen glatt wird, kann Hans Andersen die Bahn für sich zum Arbeiten bringen. Der Mann in Weiß, Artyom Laguta, scheidet aus. Ein Rückschlag für ihn. Kildemand attackiert Premislav Pavlicki. Ausfall dort für Laguta mit bereits hochgeklappter Motorabdeckung an der Seite. Kildemand gegen Pavlicki auf der ersten Position. Hans Andersen. Das heißt also, Andersen ist derjenige, der hier auf 7 Punkte vorfährt und sich damit nach vorne ackern kann. Pavlicki versucht nochmal zu attackieren. Premislav Pavlicki gegen Hans Andersen. Aber der Routinier findet die richtige Bahn. Findet er sie oder kommt nochmal der Angriff? Nee, er hält fest. Hans Andersen gewinnt. Und Hans Andersen hat damit jetzt 7 Punkte. Vorbei an Protasiewicz. Vorbei an Smolinski. Und vorbei auch am ausgefallenen Laguta, der auf seinen 4 Punkten stehen bleibt. Pavlicki 6 Punkte. Hans Andersen schiebt sich auf Semifinalkurs. Ja, das war natürlich
Das war toll zu sehen, wie Hans Andersen eigentlich ja vom Start her gleich das Ding klar gemacht hat, die ideale Kurvenanfahrt gefunden hat und dann trotzdem alle Attacken sich erwehren konnte und entsprechend dann diesen Sieg noch mal reingefahren hat. Das war eigentlich beachtenswert. Ein Sieg, der zum richtigen Zeitpunkt kommt für Hans Andersen aus der Märchenstadt, da wo der gleichnamige Märchenonkel, nämlich Hans Christian Andersen, auch herkommt in Dänemark. Und obwohl es da glatt ist, rutschig ist, passt es für Hans Andersen auf der Glatze dieser Bahn die Führung zu verteidigen. Andersen damit, wie gesagt, rutscht er ganz weit nach vorne und erhält sich seine Chancen aufrecht, ins Semifinale zu kommen. Premislav Pavlicki versucht natürlich nochmal mit aller Gewalt da die entscheidenden Meter zu machen, aber da führt kein Weg dran vorbei. Die Auf- und Umrüstung der Andersen-Aggregate durch den Sheffielder Sean Wilson, die macht sich jetzt also perfekt bezahlt. Und Andersen nach einer kleinen Schwächephase jetzt wieder da, als es am wichtigsten ist. Hans Andersen, 7 Punkte für ihn. Das schaut gut aus für den ehemaligen Mannschaftsweltmeister, für den ehemaligen Grand Prix-Piloten. Immer noch in allen Ligen der Welt einer der Besten und jetzt auch in der Europameisterschaft hier auf Halbfinalkurs. Lauf 16, Antonio Lindbeck, Grigori Laguta, Tomasz Jelczejak und Nicky Pedersen. Pedersen hat sich das Ganze mit einem gewissen Amüsement wahrscheinlich beobachtet und betrachtet, denn die Gegner nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Wenn er jetzt hier durchziehen kann, dann macht er einen Riesenschritt in Richtung direkter Finalteilnahme und er steht auf dem äußeren Startplatz, der jetzt funktionieren könnte, Egon. Ja, die Rille ist relativ tief und ich hatte es schon mal beim letzten Rennen erklärt, der Servicewagen, also praktisch der Greta, der kommt da nicht so dicht ran an die Bande und dann bleibt das da weich und da greift der Reifen natürlich entsprechend gut und das weiß natürlich auch Nicky Pedersen, der ist ja ausgeschlafen und der wird das auch gleich ausnutzen und mit Schwung von außen rum zu gehen, aber er muss natürlich auch auf Antonio Lindbeck, der von Rot startet, achten, der kann, wenn der lange genug geradeaus fährt, ihm richtig den Weg abschneiden und dann muss Nicky Pedersen abdrehen. Wenn der vorne ist, der kann die Ideallinie bestimmen, wo gefahren wird. Und dann muss eben halt Nicky abdrehen. Da ist Antonio Lindbeck, roter Startplatz, 4 Punkte. 3 Zähler würden ihm enorm weiterhelfen. Dann wäre der gleich auf mit Hans Andersen und ebenfalls wieder in Reichweite des Semifinals. Saifudinov beobachtet Lindbeck gegen Laguta, Jelczejak und Nicky Pedersen. Und Pedersen und Lindbeck im Kopf-an-Kopf-Rennen durch die erste Kurve. Lindbeck hält gegen und Lindbeck greift nach der Führung. Der braucht diese 3 Punkte, der Draufgänger, und er setzt sich durch. Er lässt Nicky Pedersen dort abperlen. Pedersen kriegt Feuer von Grigori Laguta. Jelczejak auf der letzten Position. Pedersen hat Laguta allerdings ebenfalls schnell zurechtstutzen können. Lindbeck gegen Nicky Pedersen, so lautet hier das Duell um den Sieg. Und das ist eine Sensation. Wo kommt auf einmal dieser Speed her von Antonio Lindbeck? Der ist ja unglaublich schnell jetzt, aber er hat natürlich auch genau das gemacht, was ich gedacht habe, dass er lange geradeaus gefahren ist. Und eben halt, Nicky musste dann mal einmal kurz abdrehen und so kann er natürlich jetzt vorne mit unglaublicher Throttle Control, also das heißt am Gasgriff den Antrieb suchen, dass das Hinterrad nicht zu sehr durchrutscht. Das geht am besten in führender Position, damit man eben sich halt auch voll auf das Motorrad, auf die Balance konzentrieren kann, dass das Vorderrad nicht steigt. Und Lindbeck untermauert damit exakt seine Vorstellung vom letzten Durchgang. Zweimal 3 Punkte, zweimal von der Spitze aus dominiert. Dadurch macht er die Disqualifikation vergessen. 3 Punkte für Lindbeck, 7 in der Gesamtwertung. Ein Sprung nach oben, ein Sprung wiederum in den Reigen hinein ins Semifinale. Und er weiß natürlich auch, dass das genau der Schluck aus der Pulle war, den er jetzt gebraucht hat. Und mit dem er sich jetzt aufrichten kann. Lindbeck, die Disqualifikation wieder ausgemerzt, diesen Lapsus. Und hat Nicky Pedersen geschlagen. Pedersen bleibt trotzdem mit 10 Punkten der alleinige Spitzenreiter vor Emil Saifudinov und Janusz Kolodziej. Und dann dahinter war Zulik sowie Andersen und Antonio Lindbeck, die aus diesem Durchgang, aus diesem Block als die großen Sieger hervorgehen. Lindbeck übrigens bleibt ja in Deutschland, genau wie Peter Kildemand, fährt nämlich von hier direkt nach Wolfslake, um dort ein Bundesliga-Rennen am morgigen Sonntag zu bestreiten auf der Waldbahn am Stadtrand von Berlin.
Das hat er aber ganz clever gemacht. Man sieht es hier nochmal an der Zeitlupe. Er hat sich nicht raustragen lassen. Er hat innen hier seinen Antrieb gesucht. Perfekte Balance. Er hat innen das Gas abgedreht. Und jetzt merkt man, das Ding zieht richtig an. Niki kontert nochmal von außen, will Schwung haben. Aber der Koffer geht jetzt nochmal richtig vorne hoch von Antonio. Das sagt mir, dass der hier auf Antrieb pur fährt, der Bursche. Wahnsinn, diese Einstellung. Dass man das in Zeitlupe jetzt so schön sehen kann, granatenhaft. Ist auch natürlich auch für den Fan da draußen eine Werbung ohne Ende. Sich mal so ein Spektakel live anzuschauen, ja? Auf jeden Fall. Tonio Lindbeck, ja. Lindbeck morgen in Wolfslake mit dem MSC Bruck steht, genauso wie auch Peter Kildemand, die dort mit dem amtierenden deutschen Meister, mit den Schleswig-Holsteinern aus Bruck steht, beim Speedway-Team Berlin-Wolfslake antreten, bei Fallobas Wolfslake im nächsten Durchgang der Bundesliga. Niki Pedersen und Tomasz Golob auf den ersten beiden Plätzen. Aber auch das hier ist längst noch nicht gegessen, denn Sie sehen, dass es runtergeht bis zu Platz 10, bis zu Przemyslaw Pawlicki, die 6 Punkte haben. Die können also alle noch da vorne reinfahren und mit ein bisschen Glück sogar noch der 11. platzierte Smolinski. Dazu muss der aber unbedingt seinen nächsten Lauf gewinnen und auf Schützenhilfe der direkten Gegner hoffen. Niki Pedersen rechts im Bild, der Gesamtführende, links sehen Sie im Splitscreen Tomasz Golob, der sich auf Platz 2 nach vorne gefahren hat. Momentan wären diese beiden fürs Finale qualifiziert, aber es kommen noch einmal 4 Vorrunden-Heats, die beiden überstehen müssen. Der letzte Durchgang der Vorrunde steht an beim zweiten EM-Lauf in Landshut in Bayern. Der Bahndienst noch unterwegs auf der 390 Meter langen Bahn. Sie sehen es aus der Totalen. Sehr schön. Lange Geraden, enge Einfahrten in die Kurven hinein, fast schon winklig. Und deswegen der Kurveneingang extrem wichtig hier auf dieser Bahn an der Ellermühle in Landshut. Niki Pedersen, 10 Punkte. Er führt damit vor 3 Neunern, vor Golob und Saifudinov. Martin Smolinski hat 5 Punkte, der Lokalmatador und Kapitän der Landshuter Devils. Ich habe 15 Leute mit GM-Motoren gegen mich als Einzelkämpfer mit Java. Wir müssen sehr hart daran arbeiten, den Erfahrungsrückstand von Java wieder wettzumachen. Das haben wir mit den Testen bereits zu weiten Teilen getan. Aber die Leistungsausbeute ist noch nicht so die Leistungsentfaltung, wie sie sein könnte. Trotzdem gehen wir davon aus, dass wir auf dem richtigen Wege sind mit der Motorenabstimmung. Dass ich hier Heimrecht genieße, hilft mir natürlich. Die Zuschauer freuen mich an und motivieren mich zusätzlich. Wenn man weiß, dass man an den Start rollt und 3 Fahrer neben sich hat, die man unbedingt schlagen muss, dann ist das ein nicht zu unterschätzender Einfluss, wenn die Fans einen dort zusätzlich anfeuern und motivieren. Wir haben heute Abend wirklich tolle Rennen. Momentan ist das Event unglaublich spannend und so kann es weitergehen. Wahre Worte von Martin Smolinski, das Rennen ist ein tierischer Thriller momentan. Golob, Saifudinov und Koloce mit 9 Punkten, dann Vaculik 8, Andersen Lindbeck 7, Milik und Protasiewicz sowie Pawlicki 6 Punkte. Selbst Smolinski mit 5 hat noch Chancen auf den Semifinaleinzug. Dazu muss allerdings Smolinski sein nächstes Rennen unbedingt gewinnen. Antonio Lindbeck, einer der Finalteilnehmer beim letzten Durchgang in Thorn, da hätte er gewinnen können, der Schwede. Thorn war ein tolles Rennen, ich war auch sehr gut sortiert, bis zum Finale sah es sehr gut aus, dann ist mir allerdings die Kupplung durchgebrannt, sodass ich letztlich keine Chance hatte, dort noch was auszurichten gegen die Top 3 Leute vor mir. Natürlich wollte ich gewinnen, aber ins Finale zu kommen, damit war ich auch schon zufrieden letztlich. Ich bin in Landshut bis jetzt ein einziges Mal gefahren, eine große weite Bahn mit langen Geraden, das müsste mir mit meiner Schweden-Erfahrung normalerweise entgegenkommen. Natürlich ist das Ziel wiederum, in den Endlauf einzuziehen und wieder aufs Treppchen zu fahren. Das ist die Minimalausbeute, die man bei jedem EM-Lauf mitnehmen muss. So viele Punkte in den Vorläufen holen wie möglich und wenn an dem Abend alles passt, dann sollte mir das gelingen. Im August gastiert die Europameisterschaft in Kumla auf der Heimbahn oder zumindest auf heimischen Gelände.
läuft von Mannschaftsweltmeister Lindbäck. Ist natürlich toll, dort vor heimischem Publikum zu fahren. Kumla ist für mich eine tolle Bahn, die ich in- und auswendig kenne. Allerdings fahren auch die anderen Profis in der EM fast alle in der schwedischen Elitserie, in der ersten schwedischen Liga, sodass auch die sehr genau wissen, wie sie die Maschinen in Kumla abstimmen müssen. Ich habe da vielleicht einen kleinen Vorteil, weil ich perfekt vorbereitet bin und nicht erst noch im Training experimentieren muss. Aber die anderen werden das schon relativ schnell wettmachen. Trotzdem hoffe ich da natürlich auf eine Art Heimvorteil. Zunächst allerdings muss Toninho Lindbäck sich hier noch durchkämpfen. Momentan ist er gemeinsam mit Hans Andersen mit 7 Punkten dabei. Einer von denjenigen, die noch um die letzte Fahrkarte fürs Halbfinale kämpfen. Die Plätze 3 bis 6, die qualifizieren sich fürs Semifinale. Hier werden die Startplätze eingekreidet für den letzten Durchgang. Egon Nicky Pedersen zwar auf Platz 1, aber auch nur ein Pünktchen vor Golob, Saifudinov und Koloce. Ja, sich alles ganz dicht beieinander. Gespannt darf man jetzt im nächsten Lauf darauf sein, was macht Emil Saifudinov gegen Nicky Pedersen. Die beiden sind unglaublich schnell, beide. Und Václav Milik, der hat so Federn gelassen, fing so wahnsinnig schnell an. Und Artyom Laguta wird nicht so viel mit dem Ausgang zu tun haben in den nächsten Laufen. Also konzentrieren wir uns auf Emil Saifudinov und Nicky Pedersen. Nicky Pedersen kann ja, wenn er hier vor Saifudinov einläuft, auf jeden Fall schon mal den direkten Einzug ins Finale klar machen. Er spart sich damit sozusagen den Hoffnungslauf. Emil Saifudinov in Rot, der muss hier Nicky Pedersen schlagen, um seinerseits auf Nummer sicher im Finale zu sein. Wenn Pedersen das hier gewinnt, wenn Pedersen hier vor Saifudinov auf Platz 2 einläuft und überraschenderweise Milik oder Artyom Laguta aber mal hinlangt, in diesen beiden Fällen wäre Nicky Pedersen direkt durch im Finale und würde sich eine Zitterpartie in diesem Semifinale im Hoffnungslauf ersparen. Komisch, Nicky Pedersen hat ja gesagt, ich habe mich jetzt eingeschossen auf jeden Startplatz. Ich kann von jedem Startplatz jetzt einen super Start machen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Emil Saifudinov auf Rot hat natürlich den Vorteil, die kürzeste Strecke zur ersten Kurve. Pedersen hat den weißen Startplatz, also den glattesten, den es gibt. Ja. Lauf Nummer 17, Auftakt zum letzten Durchgang der Vorrunde. Emil Saifudinov, 9 Punkte, momentan Dritter in der Tageswertung. Da kommt er, die 89, auf den roten Startplatz ganz innen. Václav Milik, der Mann, der im Fahrstuhl nach unten gerauscht ist, 6 Punkte. Wenn der hier nicht gewinnt, dann kann er duschen gehen. Nicky Pedersen führt in der Gesamtwertung, steht auf dem weißen Startplatz außen neben Václav Milik. Aber Pedersen hat nur ein Pünktchen Vorsprung vor Saifudinov und vor Golob. Und ganz außen Artyom Laguta mit 4 Punkten ist für den der Zug eigentlich schon abgefahren in Richtung Semifinalteilnahme. Der braucht schon ein kleines Wunder. Nicky Pedersen, ein 2. Platz, solange er vor Saifudinov erzielt würde. Der täte reichen für den Dänen aus Odense, um ins Finale einzuziehen. Pedersen und Saifudinov werden aber bei normalem Rennverlauf hier den Sieg in Lauf Nummer 17 unter sich ausmachen. Und dann ist Pedersen aller Wahrscheinlichkeit nach der erste Finalist des Abends, Egon. Ja, hat aber ein kleines Problem. Auf der weißen Startposition ist das nicht so unglaublich vorteilhaft. Gegenüber, wenn man einen Gegner hat, einen starken Gegner wie Saifudinov auf der roten Bahn, auf der Innenbahn, da ist auch richtig Antrieb, da ist Griff und man hat den kürzesten Weg zur ersten Kurve hin. Aber wir sind ja gespannt darauf, wie es ausgeht. Das werden wir gleich erleben. Innen Emil Saifudinov in Rot mit seinen Nischler-Aggregaten. Tuner Anton Nischler ist nicht hier vor Ort. Hat jede Menge Arbeit mit Langbahnmotoren, Vorbereitung, den besten Start erwischt Pedersen. Pedersen biegt als Führender ein. Saifudinov dreht ein bisschen ein, attackiert und sprintet neben Nicky Pedersen auf die erste Position. Nicky Pedersen Platz 1 verloren an Emil Saifudinov, lässt sich jetzt so weit raustragen, fällt auf Rang 3 zurück und macht damit für sich nochmal unnötig spannend gegen Artyom Laguta. Der Konter folgt auf dem Fuße und Nicky Pedersen entreißt Artyom Laguta wieder die 2. Position. Aber ich sagte es, hochgerechnet reicht auch dieser 2. Platz eigentlich schon, um durchzukommen. Zumindest mal auf sicher im Halbfinale zu sein. Fürs Finale wird es eng, denn da landet jetzt natürlich Saifudinov gerade den Ausgleichstreffer in der Gesamtwertung gegen Nicky Pedersen. Pedersen und Saifudinov haben bei diesem Zielanlauf jeweils 12 Punkte. Und Saifudinov ist so weit davon geprescht, dass das Ding bereits gegessen ist. Lauf 1 nach dem Bahndienst, da ist die Bahn verhärtet und komprimiert und glatt geworden. Da ist an Überholen nicht mehr zu denken.
Ja, aber unglaublich, dieser Vorsprung, den er rausfährt, da kann man mal wieder sehen. Zwei Fahrfehler von Nicky Pedersen, wie bitter sich das rächt. Der kann sich hier so absetzen. Pedersen hat natürlich gesagt, okay, nach zwei Fahrfehlern brauche ich mir nicht den Dreck holen von Saifuddinov. Ich fahre sicher meine zwei Punkte nach Hause. Sensationell, aber wir kriegen gleich nochmal von diesem Überholvorgang auf jeden Fall nochmal eine Zeitlupe, wo man das genau erkennen kann, wie wunderbar Saifuddinov am Kurvenausgang nicht Vollgas gegeben hat, noch mehr Gas, sondern das Gas weggedreht hat, dass das Hinterrad aufhört durchzurutschen und dadurch hat er seinen Schub bekommen, der bis am Ende der Geraden noch fast das Motorrad wieder steigen lässt. Also der Motor, da hat Nischler richtig eine gute Hand angelegt, das Teil geht wunderbar, ein wahnsinns breites Leistungsband, ist unheimlich gut zu regulieren. Und nebenbei gesagt, sieht man hier jetzt nochmal, der Start etwas hoch, nachkuppeln, zweimal nachkuppeln. Dadurch ist, wie gesagt, der Kraftfluss kurz unterbrochen. Nicky Pedersen lenkt ein, Emil macht einen ganz derben Fahrfehler, geht aber ganz nach innen rein und jetzt dreht er das Gas ab, um den Antrieb für die Gerade zu bekommen, dass das Hinterrad nicht so durchrutscht. Schade, dass wir nicht sehen können, am Ende der Geraden macht er nochmal einen richtigen Schuss nach vorne. Denn am Ende der Geraden dreht dieses Aggregat 300 Umdrehungen mehr als viele andere in diesem Felde, weil der Motor eben auch einer von diesen Motoren ist, der mit einem 15 mm kürzeren Pleuel ausgerückt ist. Und das bringt am Ende der Geraden 300 Umdrehungen mehr und auf die kann er sich hier noch einmal stützen. Ja, Emil Saifuddinov. Der treibt sich in letzter Zeit sehr oft in Deutschland rum. Sie können ihn auch mal live erleben. Und zwar am 21.08. ab 20 Uhr. Frieden und Freundschaft heißt das Rennen. Mit Emil Saifuddinov, mit vielen anderen. Artyom Laguta, Goffrat, mit Hefenbruck, Buscher und Steven Mauer. Viele andere Fahrer natürlich auch dabei. Das können Sie sich mal selbst mal... Emil Saifuddinov. Eben dann in Wittstock, du sagst es, zu Gast, während wir uns auf Lauf 18 vorbereiten. Lindbeck, Hertel, Smolinski und Kildemand. Hertel jetzt wieder mit geänderter Übersetzung unterwegs. Die Lehren also von seinem Betreuer, von Robert Barth. Ein weiteres Mal das Setup, Übersetzung zu ändern. Übersetzung ist ja eh so ein Thema. Ein Martin Smolinski beispielsweise übersetzt in Landshut eher ungewöhnlich kurz mit 58, 57 Zähnen sogar. Dann gibt es hier im Feld der Weltelite viele, die lang übersetzen mit 53 Zähnen. Also eine relativ große Diskrepanz hier kreuz und quer durchs Starterfeld. Ja, da hat jeder so sein privates Rezept, womit er am besten klarkommt. Auf jeden Fall, wenn Martin nicht allzu viel geändert hat, das Teil lief in dem letzten Lauf auch nicht schlecht, aber da war der Start nicht so perfekt. Hektik bei Michael Hertel, die Uhr ist abgelaufen, während die Maschine von Hertel noch nicht anspringt und damit ist Hertel disqualifiziert. Draußen, nachdem die Maschine nicht anspringen wollte und der 17-Jährige, Sie sehen es selbst, bitter enttäuscht und stinke sauer. Michael Hertel disqualifiziert, zurück ins Fahrerlager. Von hier oben nicht feststellbar, was da los ist, warum die Maschine nicht angesprungen ist. Auf jeden Fall Disqualifikation für den Mann in Blau, für Michael Hertel, dessen Abend auf einem Punkt stehen bleibt heute. Das ist unterrepräsentiert für ihn. Antonio Lindbeck in Rot gegen Martin Smolinski in Weiß und Peter Kildemand in Gelb. Das ist also das Trio, das uns erhalten bleibt von Lauf 18. Hier Smolinski und hier der bitter enttäuschte Michi Hertel, der deutsche Juniorenmeister. Das ist immer ganz traurig für so einen jungen Fahrer, der so große Hoffnung hat, auch einmal die Gelegenheit wahrnimmt, bei so einem wirklich Big Event dabei sein zu dürfen. Das ist ja für ihn, das hat er ja auch gesagt in seinem, ja, ganz netten Schulenglisch. Das klang ganz süß, Michi, wie du das erklärt hast, dass du so stolz bist und dich so freust. Ich habe es in einem anderen Interview schon gehört, wie das aufgezeichnet wurde. Das machst du ganz toll und du gehst deinen Weg, ja, mach dich nicht verrückt. Du hast alle Zeit der Welt, in der Weltelite noch richtig nach vorne zu gehen. Und durch diese Disqualifikation kommt jetzt die erste Bahnreserve zum Einsatz. Das sieht aus wie Huckenbeck, keine. Das ist die Nummer 17, der dort jetzt rausgeholt ist. Hier sehen Sie den enttäuschten, restlos bedienten Michael Hertel. Und Reserve 1 ist in der Tat Kai Huckenbeck, der deutsche Meister, der jetzt hier zum Einsatz kommt. Da sehen wir Kai Huckenbeck aus Werlte,
im Emsland, also aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Dort, wo es ja auch eine schöne Langbahn gibt von Josef Huckelmann, jenem Mann, der Kai Huckelbeck ausgebildet hat, den Ausbildungsplatz im heimischen Motorradladen gegeben hat. Josef Huckelmann, ein großer Funktionär im Bahnsport in Deutschland und der eben Kai Huckelbeck diese Chance gegeben hat. Seifudinov sehen wir hier und Kai Huckelbeck, Mitglied der Meistermannschaft aus Brockstedt, rollt ans Band und ersetzt hier den Pechvogel Michael Hertel, den Sie hier sehen. Ja, wunderbar. Das ist natürlich eine tolle Geschichte aus Werde. Das ist seine praktisch seine Heimat, seine Lehrwerkstatt bei Huckelmann, unser Freund Hucki, der ja am 25. Juli in Werde auch dieses große Challenge-Rennen hat, wo nur von 18 Fahrern 3 in die nächste WM-Runde kommen. Auf der Langbahn im Gegensatz zur Speedwaybahn hier. Was sehen wir jetzt? Also Lindbeck, Huckenbeck, Smolinski und Kildemand. Huckenbeck mit einem veritablen Aufsteiger. Während Smolinski gegen Lindbeck nach der Führung greift, Lindbeck muss das hier gewinnen. Smolinski jetzt um die zweite Position im Sprint gegen Peter Kildemand. Und da sind wir die Richtigen beisammen. Drei Junge, die sich nichts schenken und die alles riskieren. Denen Furcht ein Fremdwort ist und die sicherlich das Ding hier beherrschen wie ein Ritt auf der Kanonenkugel. Aber jetzt achten Sie auf Kai Huckelbeck, der vorbei ist an Smolinski. Huckelbeck war nach dem Start in meinen Augen schon abgeschrieben nach dem Aufsteiger. Aber solche Bieten, der kämpft hier um Platz 3. Ja, Wahnsinn. Da hat er unglaublich aufgeholt. Obwohl Martin natürlich mit dieser Überraschungsattacke nicht gerechnet hat. Aber das ist eben halt im Spiel wie so. Kai Huckelbeck ist zweifacher und amtierender deutscher Meister. Da hätte man ja natürlich auch Respekt haben müssen. Das muss man einfach sagen. Und an der Spitze macht Lindbeck das, was er tun muss, nämlich 3 Punkte schreiben. Damit erhöht er sein Konto auf 10 Zähler und hat sich da an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen. Lang genug sind die Haare ja dafür, diese Rasterlocken, die er hat. Und da hat er die Disqualifikation mal eben komplett wieder ausradiert. Lindbeck hat 10 Punkte und Lindbeck segelt auf Semifinalkurs, während Kai Huckelbeck als erste Bahnreserve, als Ersatz für den disqualifizierten Michi Hertel sogar noch einen Punkt schreibt. Wahnsinn. Naja, der Aufsteiger bei Kai kam natürlich klar, ne? Als kalt gefahren auf die Rennbahn, die Kupplung noch nicht eingeschliffen, die hat natürlich gepackt wie verrückt, weil die ganz neu sind und kalt, dann greift sie natürlich und das war sofort ein Aufsteiger und da möchte ich mal sagen, eine tolle Leistung von Kai hier und da wird sich natürlich ja Josef Huckelmann freuen. Ich konnte vor Schreck gar nicht den Namen rauskriegen, da ist es ja seine Lehrwerkstatt und sein Lehrmeister Huckenbeck hat ja eben, wie gesagt, in Werde seine Lehre absolviert als Zweiradmechaniker und da wird am 25. Juli er auch mit der Wildcard in dem Hammer Challenge Rennen starten, wo von 18 Fahrern nur 3 für nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft der Langbahnfahrer nominiert werden. Ja, Smolinski ist hier zunächst Dritter, Lindbeck auf der ersten Position. Und dann kommt von hinten Kai Huckelbeck, nachdem dessen Start ihm entglitten ist. Hier nicht zu sehen. Smolinski. Super Start, Martin. Super reagiert. Perfekte Balance. Bein hoch hier vor Lindbeck. Sensationell. Also, das ist ein ausgewechselter Martin Smolinski im Vergleich zu dem, was wir in Thorn gesehen haben. Auf jeden Fall. Und das wird sich noch steigern. Die werden ja weiterhin an der Technik arbeiten. Hier hat er sich ein bisschen verfahren außen. Da hat er wohl gedacht, Huckenbeck, da kommt schon schleicht sich da vorbei. Ja, da kommt kein Angriff mehr. Aber Kai, den darfst du niemals abschreiben. Der ist immer da. Gerade dann, wenn du ihn nicht gebrauchen kannst, wenn er hinter dir ist. So, und Lindbeck mit 10 Punkten. Sagenhaftes Comeback des heißblütigen Schweden. Lindbeck also der Erste, der jetzt den Kessel unter Dampf setzt mit seinen 10 Punkten. Der robbt sich nach vorne auf Semifinalkurs. Mit ebenfalls 7 Punkten bewährt kommt Hans Andersen jetzt im nächsten Durchgang ans Band. Andersen auf dem inneren Startplatz. Er trifft auf Piotr Protasiewicz. Protasiewicz hat 6 Punkte. Ein Sieg kann den also auch nach vorne katapultieren. Wenngleich eben nicht mehr an Lindbeck vorbei. Martin Vazulik, der hat 8 Punkte. Der kann aufschließen zu Lindbeck, der kann sogar mit einem Sieg vorbeigehen am wilden Schweden. Und Grigori Laguta mit 5 Punkten, dem würde selbst ein Sieg nichts mehr nützen hier, für den ist der Zug bereits abgefahren. Aber Hans Andersen hat hier selbst in der Hand, aus 7 Punkte deren 10 zu machen, genau wie Toninho Lindbeck ihm das gerade eben vorgemacht hat. Lauf Nummer 19 von 20 Vorläufen. Andersen ganz innen in Rot mit 7 Punkten. Gegen Piotr Protasiewicz mit 6 Punkten. Martin Vazulik
mit 8 und Grigori Laguta aus Russland mit 5 Punkten. Die drei von innen, die können allesamt noch ins Halbfinale kommen. Ja, und das ist natürlich klar. Wenn man vorher wüsste, wie es ausgeht, braucht man sich nichts anzuschauen oder schon gar nicht mal hinzugehen. Aber hier, das ist natürlich, was wir hier Ihnen zeigen, liebe Zuschauer zu Hause am Bildschirm, das spielt wie in Vollendung. Hier fahren die besten europäischen Fahrer um die Meisterschaft. Andersen hat es jetzt in der Hand mit dem roten Helm. Fehlstart. Ist Andersen da reingerauscht? Ich habe gerade mal in die Tabelle geguckt. Laguta war es, um den ist es hier. Zwar menschlich schade, aber in der Gesamtwertung egal. Der disqualifiziert wird fürs Zerreißen des Startbands. Der stand mit seinen 5 Punkten ohnehin bereits auf verlorene Posten. Da kommt die Wiederholung. Ja, da baut sich eine unglaubliche Nervosität auf und er hat gedacht, das geht los. Vielleicht hat das vibriert, das Band. Und er dachte, gleich macht der Schnepper das Band hoch. Und das war natürlich zu früh reagiert. Aber das spielen ja oft auch die Nerven eine ganz große Rolle, Norbert. Wenn das so kurz vorm Start ist, da ist halt der Adrenalinspiegel unglaublich hoch. Gelbes Licht an, das heißt Laguta disqualifiziert. Wiederholungslauf mit nur mehr 3 Fahrern. Hoffentlich passiert ihm das nicht im Wittstock. Da wollen wir ja mal sehen am 21.08., wie Emil Seyfudinov sich hier schlägt. In Wittstock auf einer der schnellsten Speedway-Bahnen in Deutschland. Trägt es mit Fassung. Sie haben es gesehen, ausgeglichenerweise winkt und lächelt Laguta in die Kamera, während die anderen drei sich jetzt zum Wiederholungslauf parat machen. Hier gibt es jetzt keine Bahnreserve, also nicht etwa, dass Sie jetzt denken, Tobias Busch käme ebenfalls zum Einsatz. Das war gerade eben nur der Fall, Egon, weil der Fahrer Michael Hertel bereits zurückgezogen hat, bevor der Start so richtig losging. Genau. Ja, das war natürlich ein toller Einsatz. Ein Punkt von Kai. Wir werden noch viel von dem hören. Der wird seinen Weg auch noch machen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, auf der Langbahn schlägt der unglaublich zu. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. In Vechta letztes Jahr, da hat der die Welt vorgeführt. Kaum sage ich es, kommt Tobias Busch doch raus zum Wiederholungslauf. Ich dachte, hier wäre es auch so, dass wenn man das Startband berührt, dass es kein Auffüllen des Feldes gibt. Jetzt sehen wir also auch noch Tobias Busch beim letzten Durchgang in Lauf Nummer 18. Das ist eine ganz schöne Geste vom Referee oder von der Organisation, dass die deutsche Mannschaft alle mal einmal auf der Bahn waren. Bei so einem Riesen-Event, das baut die Jungs ja auf. Und Buscher, der war ja so unglaublich stark in Güstrow letztes Jahr. Da hat man ihn ja eingesetzt und da hat der richtig zugeschlagen. Ist auch ein sympathischer Bursche. Das heißt, wir haben Tobi Busch auf der Außenbahn, Hans Andersen ganz innen, Björn Protasiewicz und Martin Vaculík dazwischen. Und noch einmal, Andersen hat 7 Punkte, Vaculík hat 8 Punkte. Ein Sieg bringt Vaculík also auf ein Level mit Emil Seyfudinov und mit Nicky Pedersen. Und dann darf der Referee mal genau auszählen, wer den direkten Einzug ins Finale schafft und wer über die Zwischenrunde gehen muss. Protasiewicz braucht jeden Punkt. Protasiewicz braucht den Sieg, um sich auf 9 hochschrauben zu können, mindestens. Und Pedersen betrachtet das Ganze lakonisch, wie es seine Art ist. Aber der Sieg, der Einzug ins Finale, der ist noch nicht in Stein gemeißelt für ihn. Da Tobias Busch. Hoffentlich lässt er den Kopf unten, gerade jetzt auch mit kalter Kupplung. Greift die unheimlich, dann will das Motorrad sofort in die Luft steigen. Andersen innen, dann Protasiewicz, dann Vaculík, Tobi Busch ganz außen. Busch drinnen nach dem Fehlstart von Grigori Laguta. Den besten Start erwischt Martin Vaculík. Vaculík geht in Führung vor Hans Andersen. Und dahinter kämpft Tobias Busch auf Platz 3 vor Björn Protasiewicz. Busch auf der dritten Position gegen Protasiewicz. Jetzt hat Protasiewicz außen den Vortrieb im losen Material gefunden und ist an Tobi Busch vorbeigegangen. Vaculík allerdings mit 3 Punkten unterwegs und damit wäre der Punkt gleich mit Pedersen und mit Seyfudinov. Was für ein enges Rennen und was für enge Resultate. Das ist, glaube ich, Spannung pur hier. Jetzt kriegt Andersen noch einmal Besuch von Protasiewicz. Der ist zwar sehr weit rausgetragen worden, aber kann die Gerade dadurch auch lang machen und in der folgenden Kurve wiederum nach Platz 2 greifen. Vaculík 12 Punkte gleich auf nach der Vorrunde mit
Petersen und mit Saifudinov. Und die müssen noch warten, was Kolodziej und Golob anstellen. Die kommen noch in Lauf Nummer 20. Erst dann wissen wir, wer es ins Finale schafft. Auf jeden Fall hält sich Vazulik durch diese 3-Punkte-Fahrt alle Möglichkeiten offen. Hans Andersen, Zweizähler, hat damit 9 Punkte. Für den wird es eng ums Halbfinale. Für den dürfte es das bereits gewesen sein. Es sei denn, Golob oder Kolodziej schreiben jetzt gleich hier 0 in Lauf Nummer 20. Ja, aber trotzdem, es war ein schöner Rennlauf. Schade nur, dass Buscher sich nicht durchsetzen konnte. Er hatte ja einmal Protasiewicz richtig schön vorgeführt, aber der hat sich gedacht, hey, was ist das denn? Wo kommt der denn her? Den werden wir gleich mal wieder überholen. Und hat das natürlich dann auch gleich wieder richtig gestellt. Aber toll, Buscher, toll gestartet, super in der ersten Ecke Anschluss gehalten, aber eben halt die Routine, die fehlt natürlich. Kalt ins Rennen zu gehen, wenn man den ganzen Abend zugeschaut hat, das, Leute, das ist unmöglich. Das ist doppelt so hoch anzurechnen für Tobi Busch. Vazulik diktiert das Geschehen hier von der Spitze. Hans Andersen hat nur kurz mal den Hauch, die Brise einer Chance, da vorbeizugehen. Martin Vazulik jetzt ebenfalls 12 Punkte, genau wie Niki Petersen und genau wie Europameister Emil Saifudinov. Die drei rangeln jetzt schon mal um den direkten Einzug, aber es können ja noch eine ganze Menge mehr Fahrer sich da vorne reinfahren, beispielsweise Tomasz Golob, der mit 9 Punkten kommt. Oder auch Janusz Kolodziej, der mit 9 Punkten dazu stoßt. Pawlicki im nächsten Lauf 6 Punkte, dem wird ein Dreier nicht mehr viel nützen. Und übrigens einfach zulegt 11 Punkte, nicht 12, 11. Das heißt, also, der hat nicht etwa aufgeschlossen, sondern ist zwar im Halbfinale, aber keine direkte Gefahr für Petersen und Saifudinov im Kampf um den Finaleinzug. Das allerdings sind sehr wohl Golob und Kolodziej, die jetzt kommen. Przemyslaw Pawlicki in Rot, Janusz Kolodziej 9 Punkte in Blau. Tomasz Golob, hier sehen wir ihn in Weiß, 9 Punkte. Und Tomasz Jędrzejak, der 1 Punkt bis jetzt nur zu Buche stehen hat. Den können wir ausklammern mit dem gelben Helm ganz außen. Jędrzejak hatte ja auch einen kleinen Unfall in der polnischen Liga, habe ich gehört. Und der ist wohl wirklich unter Wert geschlagen und laboriert mit einer Verletzung rum. Aber ich denke mal, auch dieser Lauf wird wirklich nochmal Hochspannung geben. Denn da wird nämlich um jeden Zentimeter gekämpft. Und ich weiß nicht, Golob, der wollte sich hier eigentlich mit einer guten Punktzahl vorstellen. Weil es nimmt ja so die Runde, dass er sich doch bald verabschieden will vom Rennsport. Aber hat dann doch immer wieder Lust gefunden, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Ich rechne da mal ein bisschen vor mich hin. Lindbeck ist momentan auf Semifinalkurs. Der wäre auf dem 6. Platz, auf dem rettenden Ufer. Andersen dadurch ausgeschieden. Vazulik mit 11 Punkten auf jeden Fall im Halbfinale. Und jetzt ist die Frage, was machen Janusz Kolodziej und Tomasz Golob? Beide haben sie 9 Punkte. Der Sieger in diesem Lauf, so er denn aus Polen stammt. Und Kolodziej oder Golob heißt, der Sieger stammt in jedem Fall aus Polen. Also so er denn Kolodziej und Golob heißt, schraubt sein Konto auf 12 hoch und wäre dann gleich auf mit Petersen und Saifudinov. Und dann muss der Referee die Statistik bemühen und gucken, wer den direkten Einzug ins Finale schafft und wer die Ehrenrunde übers Halbfinale drehen muss. An der Seite von Vazulik auf jeden Fall und von Lindbeck ebenfalls auf jeden Fall. Achten wir jetzt doch nochmal auf die Nummer 20 mit dem weißen Helmüberzug. Tomasz Golob, kann er noch eins drauflegen? Er ist ja routinierter Fahrer, hat angerufen und das war wirklich sein, muss man abbrechen. Das war sein Fehler normalerweise, aber wenn da ja... Stürzt auch noch einer, jetzt wird endgültig abgebrochen. Wundert mich, dass der Referee es nicht gleich abgebrochen hat. In gelbe Jędrzejak, der Pechvogel des Abends, abgestiegen. Ja. Jetzt ist das rote Tuch draußen, damit abgebrochen. Die Frage ist nur, ob der Schiedsrichter jetzt alle vier wieder zulässt. Es gab 2 Abbruchgründe meines Erachtens. Ja. Den antizipierten Start von Golob und dann dieses Wegschmieren von Jędrzejak. Hier nochmal der Blick auf Golob, der da loszuckelt. Ja, da hat er also praktisch den Start erzwungen. Golob hat angeruckt und der Schiedsrichter hat hochgemacht, aber da war nicht mit zufrieden. Das war sogenannt aufgedrückter Start. Der hat sich da so ein bisschen nicht so wohl gefühlt, der Referee. Aber dann fällt auch noch
Jendrzejczyk, ja, der fällt auch nochmal hin. Unbedrängt allerdings, ja. Allerdings ist das, ich denke mal, der ist gar nicht fit von seiner Verletzung aus dem Sturz in der polnischen Liga. Also Schwächeanfall. Was? Schwächeanfall. Ach nee, das ist einfach, du bist ja dann angenockt. Disqualifiziert, Jendrzejczyk disqualifiziert. Oh. Also nichts mit All Four Back, nichts mit alle vier zurück an den Start. Das finde ich nicht gut. Aber egal. Er auch nicht. Ich habe nichts zu sagen. Aber ich würde als Rennfahrer, ich habe es ja 33 Jahre gemacht, Norbert, über sowas habe ich mich immer aufgeregt. Das ist so ungerecht. Ne? Also ja, wenn er schon den Start abbricht wegen ja unzufriedenen, unsatisfied Start. Nee, hat er nicht. Er hat ja eben den Start abgebrochen, weil Jendrzejczyk gefallen ist. Ach so. Oder hätte er durchgehen lassen. Ach, das rote Tuch war ja erst draußen, als der Gelbe sich hingelegt hat, nicht als der Weiße losgetuffelt ist. Naja gut, anyway. Also für mich wäre es auch nicht lustig. Ich würde auch rumquaken. Aber egal. Aber ja, Jendrzejczyk hat sowieso, wie der Engländer sagt, einen Off-Night gehabt. Also. Ja. Er ist weit von seiner Form entfernt gewesen. Ja, du, und ich möchte mal sagen, kann nicht einlenken. Blau hat ihn auch noch ein bisschen angeditscht, ne? Color J hat ihm noch einen leichten Kick gegeben. Hat ihm zumindest keinen Raum zum Überleben gelassen. So ist es, so. Und deswegen konnte der die Maschine nicht umlegen, nicht einlenken. Aber im Zweifelfall immer für den Angeklagten. Ich hätte als Schiedsrichter, wenn ich was zu sagen hätte, alle vier am Start. Das hätte er da tun müssen, weil Jendrzejczyk, das Häuflein Elend, was Sie da sehen, einer Kettenreaktion zum Opfer gefallen ist, aber in dem Fall das schwächste Glied der Kette. Das ist traurig. Und da muss man natürlich auch als Schiedsrichter eine unglaubliche Übersicht haben. Der hat das vielleicht gar nicht mitbekommen, aber... Aber der hat auch die Möglichkeit, sich die Zeit nochmal anzugucken, genau wie wir. Muss er ein bisschen warten und erst dann entscheiden. Naja. Okay. Ja, Polska hat natürlich gute Laune, weil immer noch drei Polen übrig bleiben. Vom Wiederholungslauf, diesmal kommt in der Tat dann kein Reservist rein. Also Norbert, so laufen 100.000 Leute in Hamburg rum heute. Sie feiern 70 Jahres Pop-Party, die haben alle so eine Perücken auf. Drei Fahrer noch am Band in Lauf Nummer 20. Przemyslaw Pawlicki, der Bruder von Piotr, ganz innen. Dann Janusz Kolodziej und dann Tomasz Golob. Die alle haben noch Chancen, die alle nicht, sondern der innere nicht mehr, sondern nur die beiden in der Mitte haben noch Chancen, ins Finale einzuziehen. Golob ist nicht zufrieden, Sie sehen es, besucht Blickkontakt mit dem Referee. Irgendwas passt ihm nicht. Ja, wahrscheinlich, weil er einen nervösen Finger hat am Gast. So. Aber Sie hätten auch ruhig nochmal Kai Huckenbeck reinlassen können. Wenn schon, dann schon. Jetzt also Golob auf dem äußeren Startplatz. Golob schießt in Führung, kriegt einen kleinen Ellenbogen-Check verpasst vom Mann in Rot, von Przemyslaw Pawlicki und übernimmt damit die Führung vor Golob und vor Janusz Kolodziej. Und das ist genau das, was auf das Saifudinov und Pedersen gehofft haben, dass nämlich die beiden Polen auf den Plätzen 3 und 4 hier nicht mit drei Punkten vom Felde gehen. Die beschäftigen sich jetzt miteinander und lassen Przemyslaw Pawlicki an der Spitze gewähren und fahren. Zweikampf kostet Zeit, das gilt im Speedway genauso wie auf der Rundstrecke. Und damit ist klar, dass Pedersen und Saifudinov ins Finale kommen werden. Außer Pawlicki macht jetzt so einen haarsträubenden Fehler, dass Golob vorbeikommt. Und das erlaubt er tatsächlich, Tomasz Golob die Führung zu übernehmen. Tomasz Golob setzt sich auf die erste Position. Und dann geht jetzt doch die Rechnerei los in der letzten Runde. Tomasz Golob vor Przemyslaw Pawlicki und Janusz Kolodziej. Golob gewinnt und Golob hat damit ebenfalls 12 Punkte auf dem Konto. Punktgleich mit Pedersen und mit Saifudinov. Und Kolodziej holt sich einen Punkt, hat deren 10. Das reicht. Punktgleich mit Antonio Lindbeck. So gerade eben noch mit Hängen und Würgen zum Einzug ins Semifinale. Da hätte Kolodziej deutlich mehr draus machen müssen aus dem Matchball, den er da auf der Hand gehabt hat. Ja, aber doch immer wieder erstaunlich, wo nimmt dieser Mann wieder diese Kraft her und diesen Ehrgeiz, doch nochmal so nach vorne zu marschieren. Das ist immer wieder sehenswürdig. Und wobei es Pawlicki ihm gerade schon sehr leicht gemacht hat, muss man sagen. Der ist da schon betont defensiv zu Werke gegangen. Na, das weiß ich nicht. Also das würde ich mir nicht erlauben, sowas zu behaupten. Aber ich will nur sagen, also man hat ja gesehen, der hat seine eigenen Fanclubs da mitgebracht mit riesen Spannbänder, Golob, hallo in Polnisch. Aber der Start war schon gut, ohne Zucken. Und ich weiß nicht, warum Golob, ja, da haben sie Feindberührung gehabt. Ganz kurz mal angeditscht, dass das gleich so viel ausmacht, dass er so weit nach außen rauskommt. Das ist natürlich klar. Die Fliehkraft und alles spielt da eine ganz große Rolle.
perfekt rausgefahren. Auch die Balance perfekt hier innen. Aber kommt natürlich noch mal eine Attacke. Und das war natürlich das, was, womit er nicht gerechnet hat. Eben halt auch diese Berührung. Da hat man kurzfristig mal ganz kurz die Balance verloren. Und dann kommt man zu weit raus. Und dann passiert das schnell, dass einer durchmarschiert. Und eigentlich hat Pawlicki das Geschehen im Griff. Und dann kommt hier der Angriff von Tomasz Golob. Ach, runterfallen gemacht. Lassen, gerade ja. Ganz lang gemacht. Sogar noch mal kurzfristig den zweitplatzierten Sicherheit gewiegt. Und dann wehrt sich allerdings Pawlicki überhaupt nicht. Lässt das da wehrlos über sich geschehen. Er nicht mehr reinkommen. Er hat das gesehen, dass er kommt. Hat rübergeschaut, aber... Ein verheerender Fehler von Przemyslaw Pawlicki. Herr Tomasz Golob da die 3 Punkte schenkt. Und damit hat Golob Punktgleichheit hergestellt mit Pedersen. Und mit Emil Saifudinov. Die ersten 6 stehen auf jeden Fall fest. Im Halbfinale sehen wir Vaculík, sehen wir Kolodziej und sehen wir Antonio Lindbeck. Und jetzt kommen noch das Halbfinale. Golob und Saifudinov sind die Qualifikanten für den Endlauf. Dadurch hat Golob mit dieser Schlussoffensive es tatsächlich geschafft, Nicky Pedersen noch ins Halbfinale zu drängeln. Pedersen, Vaculík, Lindbeck und Kolodziej. Das sind die 4, die wir gleich nach dem Bahndienst sehen im Halbfinale. Tomasz Golob und Emil Saifudinov sind qualifiziert fürs Finale. Und sie beobachten jetzt, wie im sogenannten Race-Off, also in der Zwischenrunde, Nicky Pedersen, Martin Vaculík, Antonio Lindbeck und Janusz Kolodziej um ihre jeweils letzte Chance kämpfen, sich zu Golob und zu Saifudinov ins Finale zu gesellen. Wir haben jetzt erst einmal die Startplatzverlosung, respektive die Startplatzauswahl des Quartetts für das Race-Off. Während sich Golob und Saifudinov in Ruhe vorbereiten können. Links Golob, rechts Saifudinov. 2 Fahrer, 2 Generationen, 1 Finale. Schön zu sehen, wie viele Fans wieder nach Landshut der Mühle gefunden haben. Das war ja wie meine zweite Heimat. Wir warten jetzt auf das Halbfinale. Nicky Pedersen hat die Wahl des besten Startplatzes. Pedersen. Rot, Antonio Lindbeck. Vaculík entscheidet sich. I go from yellow. And the lucky blue for Janusz Kolodziej. Happy? Also, gelb für Lindbeck. Kolodziej, 2. Startplatz von innen. In blau und in weiß. Martin Vaculík. Bisschen überraschend, Egon, dass Vaculík sich für Weiß entscheidet, obwohl er als 2. die Wahl hatte. Ja, das ist sensationell. Also muss er ja in dem Lauf, wo er dort gestartet ist, zufrieden gewesen sein. Sehr zufrieden. Möglicherweise ist da eine gute tiefe Rille und die lange geradeaus geht. Aber trotzdem verliert er nach 40 Metern ungefähr an Speed, weil er keinen Belag mehr unter dem Hinterrad hat. Aber wahrscheinlich ist ihm das nicht so aufgefallen. Da hat ja jeder Fahrer so seine eigene Technik. Gab natürlich jetzt einen Bahndienst vorher, das heißt zumindest ein bisschen Belag ist wieder zurückgeschleppt worden in die Mitte der Bahn. Ich denke mal auch, dass Nicky Pedersen die richtige Wahl getroffen hat, weil der kann von Rot und von ganz außen am besten losfahren. In der Mitte mag er auch nicht so. Obwohl er in dem Interview gesagt hat, jetzt haben wir alles so eingestellt, jetzt geht es von überall. Stimmt aber nicht, ist nicht so. Aber von ganz außen tobt jetzt Lindbeck gleich los. Das ist natürlich eine Startposition, die wie gemacht ist für den wilden Reiter aus Schweden. Pedersen und Lindbeck, rein nominell würde ich sagen, vom Gefühl her sind das die beiden, die besseren Startpositionen, die besten Chancen haben, oder? Ja, wobei Nicky Pedersen so clever ist, dass er weiß, ein 2. Platz genügt und wird kein Risiko eingehen und sich auf irgendein Gerangel mit Lindbeck einlassen. Wobei Lindbeck wieder der Kämpfer ist, der will hier gewinnen, der will hier zeigen, dass er der Beste ist und wird nach außen rum wie ein Henker an den Airfans vorbei nageln und versuchen, das Ding zu gewinnen. Wollen wir mal sehen. Das ist ja auch die Spannung, die den Zuschauer immer wieder ins Stadion zieht. Wenn man vorher weiß, wie es ausgeht, ist es ja uninteressant. Ne? Pedersen, wie üblich, Kühlluft zugefächert von dem Föhn, der eigentlich für die Kupplungskühlung und die Motorkühlung gedacht ist. Ja, kühlt seine Birne. Kühlt sein Mütchen, ja. Kann nicht schaden. Janusz Kolodziej mit dem blauen Helm.
Zweiter von innen neben Nicky Pedersen. Dann Vaculík auf dem weißen Platz und Lindbeck auf dem gelben, ganz außen. Hier kommt Janusz Kolodziej als letzter zu Potte. Ja, 33 Jahre, Norbert, hatte ich das auch so. Wenn du ans Band rangehst, dann bist du auf einmal ganz cool. Dann achtest du nur drauf, wo ist das Band, wie dicht kann ich da ranfahren, was macht mein Motor, was macht die Drehzahl, stimmt der Kupplungsdruckpunkt. Das sind so Sachen, die einem Fahrer durch den Kopf gehen, kurz vor dem Start. Anders ist es, wenn du im Fahrerlager wartest auf deinen Lauf, wenn der noch nicht dran ist, dann wird man nervös. Also so war das bei mir jedenfalls. Aber die Jungs sind abgeklärt hier, die wissen, es geht um was. Der Europameistertitel ist eine tolle Geschichte, die möchte jeder nochmal an seine Fahne heften, das Ding. Und ich glaube, da wird noch einiges passieren. Wir haben ja nachher noch zwei EM-Läufe, also das hier ist immer noch erst ein erstes sich beschnuppern, ein erstes Pflöcke einschlagen. Zwei Fahrer aus diesem Quartett kommen weiter ins Finale, treffen dort auf Golob und Saifudinov. Nicky Pedersen ganz innen in Rot. Dann Janusz Kolodziej, der Pole mit dem blauen Helm. Martin Vaculík in Weiß und in Gelb ganz außen. Antonio Lindbeck, der wüste Schwede. Emil Saifudinov und Tomasz Golob, die beiden hier, die sind schon qualifiziert, stehen da wie Papa und Sohn und beobachten, was die anderen machen. Einer aus der Generation Golob, nämlich Nicky Pedersen, und der Rest aus der Generation Saifudinov, nämlich Antonio Lindbeck, ganz außen an dessen Seite Vaculík mit dem weißen Helm und Kolodziej mit dem blauen. Drehzahl hoch auf diese 13.000 und dann das Spann recht schnell hochgelassen. Dieses Mal Pedersen auf der ersten Position. Lindbeck ganz außen, hängt sich rein, um Vortrieb zu kriegen. Noch reicht es nicht für Lindbeck, sich auf Platz 2 zu schieben. Vaculík bleibt vor Lindbeck. Jetzt ist er vorbei. Jetzt sind die beiden Nordmannen auf den ersten beiden Positionen. Und es kommt der Angriff von Lindbeck auf Nicky Pedersen. Der lässt gar nicht erst alles anbrennen, sondern sucht sein Heil in der Flucht und versucht sich abzusetzen vom Peloton, also von der Gruppe der Verfolger. Ein Ausreißversuch von Antonio Lindbeck, der ihn sicher ins Finale bringen wird. Unter dessen Kielwasser schwimmt jetzt Nicky Pedersen mit Lindbeck. Und Pedersen werden der Favoritenrolle gerecht und segeln auf Finalkurs. Kolodziej hat noch einen Hauch von Hoffnung, einen Strohhalm, an den er sich klammern kann. Aber dazu muss Nicky Pedersen jetzt schon einen Fehler machen. Und das wäre ungewöhnlich. Lindbeck und Pedersen auf Finalkurs. Golob und Saifudinov sind ihre Gegner. Die letzte Runde des Halbfinales läuft. Antonio Lindbeck wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Letztes Aufbäumen von Kolodziej versandet. Lindbeck und Pedersen qualifizieren sich sicher und souverän für den Endlauf. Ja, genau, so habe ich das gesehen. Also ich konnte immer die Psyche meiner Gegner gut einschätzen und ich wusste genau, wie die Fahrer, wie ich die einzuschätzen habe, und ich genau wusste, dass er das Ding gewinnen will. Und Nicky Pedersen so abgepufft ist und sagt, second place is enough. Also, so genau wie ich das beschrieben habe, ist es auch eingetreten. Ich wollte ja hier nicht als Wahrsager erscheinen, aber genau so habe ich es gesagt. Ja, Lindbeck ist ein Tier. Den sehen wir morgen in Wolfslake. Der ist unglaublich momentan in einer Irrenverfassung. Der kann mit dem Motorrad Sachen machen. Das traut man ihm nicht zu. Das traut man vor allen Dingen der Physik nicht zu, dass die Physik das zulassen würde. Ja. Lindbeck hier mit einem gewaltigen Schlussspurt. Denken Sie dran, der ist einmal disqualifiziert worden, hat also einmal 0 Punkte mitgenommen. Und trotzdem hat er sich zurückgehauen ins Finale. Eine Wahnsinnsleistung von dem Latino aus Schweden. Nochmal die Wiederholung. Zunächst den besten Start für Nicky Pedersen in Rot. Lindbeck reiht sich außen ein, findet da zwar schon Vortrieb, aber Vaculík tanzt ihm noch vor der Nase rum. Das allerdings lässt Lindbeck sich nicht lange bieten. Aber den Nerv, den er hat da außen, so lange außen dran zu bleiben. Und diese gewaltige Geschwindigkeit, die sich aufbaut. Und jetzt in der Hoffnung, dass ihm keiner da den Weg abschneidet. Wer macht dazu? Da ist einfach kein Platz. Da muss er außen dran bleiben. Er kann nicht nach innen reinziehen. Und das macht er hier so in einer Perfektion. Da überschneidet
leidet er und nimmt den Spitznamen auf die Gerade. Das ist ja wohl der Hammer. Da kann ich mich total wegschmeißen, wenn ich sowas sehe. Wie geil er das macht. Und einen Nicky Pedersen mal eben so einfach, so alt auszusehen zu lassen, wie Lindbeck das hier macht, das schaffen auch nicht viele, denn Pedersen kennt solche Manöver. Hier guckt er rüber. Sie haben es gesehen. Der schaut hin, nimmt förmlich Maß und nimmt Pedersen ins Visier und lässt sich dann fallen. Macht die Gerade lang und hat am Ende noch den Tempoüberschuss, um Nicky Pedersen mal eben eine lange Nase zu drehen. Ich hab's genau gesehen, Norbert. Er hat sogar das Gas nochmal abgedreht. Wie an Nicky vorbeigefahren ist, hat er nochmal das Gas zugedreht, um noch mehr Antrieb am Hinterrad zu bekommen. Das ist das, was die meisten jungen Fahrer nicht kapieren. Dass sie an der richtigen Stelle das Gas wegnehmen müssen, um das Motorrad schnell zu machen. Antonio Lindbeck ist momentan das Eintrittsgeld fast schon alleine wert. Egal wo der auftritt, da ist immer ein Riesenspektakel, eine Riesenschlacht geboten. Das sehen wir dienstags abends in schöner Regelmäßigkeit bei unseren Live-Übertragungen aus der schwedischen Liga. Die sehen Sie ja bei uns auf Eurosport 2, alldiensttäglich ab 19 Uhr. Diesen Dienstag geht es ein bisschen später los. Da ist es, glaube ich, 20 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo dann Tobias Kroner und ich, Norbert Okenga, aus der schwedischen Liga live Bericht erstatten. Und ein ums andere Mal ist dann natürlich auch der Verein Kumla von Antonio Lindbeck Mittelpunkt der Live-Berichterstattungen. Und wo immer Lindbeck auftritt, da bleibt momentan kein Auge trocken. Heute Abend nicht, morgen bei der Bundesliga mit dem MSC Brokstedt in Wolfsburg. Lake mit Sicherheit auch nicht. Lindbeck und Kildemann gemeinsam unter anderem mit Tobias Kroner bei Fallobatz Wolfslake morgen. Also wenn sie nichts zu tun haben, rauf in Richtung Berlin. Wie gesagt, Lindbeck alleine, der ist schon das Eintrittsgeld wert. Ja, und da sollte man mit Frank Maurer mal sprechen in Pittstock für den 21.08. ob wir Lindbeck nicht auch noch dazu kriegen in dem Rennen mit Emil Seyfudinov. Das ist ja eben halt auch ein Rennen, was es wirklich in sich hat. Und jetzt sehen Sie hier die Startplatzwahl. Golob entscheidet sich für den Roten. Lindbeck wieder für Gelb von außen. Und für Nicky Pedersen bleibt als Letzter der blaue Helm. Das heißt, in Weiß ist dort Emil Seyfudinov zur Wahl geschritten. Golob in Rot, Pedersen in Blau, das ist seine Farbe, hat er gesagt. Dann Seyfudinov in Weiß und ganz außen Toninho Lindbeck. Der hat da jetzt gerade eben gesehen, wie es geht, am eigenen Leibe erfahren, dass man von außen das Rennen gewinnen kann, wenn man nur wagemutig, ja, nur draufgängerisch ist. Und dabei, daran mangelt es bei ihm nun für was. Aber hallo, du, der hat da beim Brikett draufgelegt, da so lange das Gas stehen zu lassen. Und dann in dem Moment, wo er jetzt überlegen musste, bleibe ich außen dran oder gehe ich nach innen rein, da die Entscheidung, die richtige Entscheidung zu treffen, das ist das, was einen wirklich exzellenten Speedway-Fahrer ausmacht. Kommt natürlich jetzt noch ein geschwinder Bahndienst vor dem finalen Durchgang. Golob, Pedersen, Seyfudinov und Lindbeck von innen nach außen. Die Startaufstellung für die letzten vier Runden, für die letzte Minute des zweiten EM-Durchgangs hier in Landshut. Nicky Pedersen bereitet sich vor, wischt sich den Schweiß und Sonstiges aus dem Gesicht. Seyfudinov ist schon vorne und Antonio Lindbeck verbirgt seinen wallenden Haarschopf unter einem Schutz und dann erst unter dem Helm. Nebenbei gesagt, ein ganz sympathischer Bengel, sehr bescheiden, ruhig, kein extravaganter Typ, also wirklich Lindbeck, mit dem kann man sich richtig unterhalten. Ein bisschen private Schwierigkeiten, wir haben es ja schon mal angedeutet, als ADHS-Patient in Schweden, ein ums andere Mal, bevor man die Krankheit richtig eingestellt hat, mit Alkohol in Berührung gekommen, hat dann auch nochmal die Medikamente wieder abgesetzt, die ihm den Alkohol quasi vergällen im Magen und hat dann etwas überoptimistisch mit ein, zwei Gläschen im Blut versucht, einen Sportauspuff zu testen, den er sich gerade neu gekauft hat. Das war leider so laut, dass die Polizei vorbeikam und ihn dann zum Atemtest gebeten hat. Mhm. Das letzte Mal war einmal zu viel, diese Sportauspufftesterei. Es gibt einen Hausarrest am Ende des Jahres für, ich glaube, genau einen Monat, auf das er sich besinnen möge, aber er hinterlässt den Eindruck, als habe er sich längst besonnen, als hätte er die Lektion gelernt und ist mittlerweile auch medikamentös so eingestellt, dass eben das ADS im Griff ist. Sie sehen ja, wie er es im Griff hat, nämlich gewaltig. Aber trotz alledem, Norbert, das ist so ein Süßer, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was das für ein Süßer ist. Also, ich mag den. Bahndienst in Windeseile absolviert zum Finale. Wir haben noch 10 Minuten Sendezeit, das kommen wir also in aller Gemütlichkeit uns angucken, was hier jetzt passiert. Thomas Golob in Rot gegen Nicky Pedersen, da kommt er in Blau, das Enfant Terrible. Dann in Weiß Emil Seyfudinov, der Europameister. Und ganz außen Antonio Lindbeck mit dem gelben Helm,
das Motorrad in den typisch brasilianischen Landesfarben gehalten. Da führt er Tomasz Golob und Emil Seifudinov zum Startplatz. Er hat gerade eben gezeigt, wie es geht vom äußeren Startplatz, nämlich mit einem Auftritt mit Furor allen anderen eine lange Nase zu drehen. Von der schönen Aussicht hier lassen die Jungs sich nicht ablenken natürlich. Ein letztes Mal Konzentration sammeln. Eine Minute noch. Etwa 80 km/h Schnitt wird hier gefahren in Landshut auf der 390 Meter Bahn. Aber Norbert, jetzt ticken die Uhren anders und das wird auch neu gestellt. Jetzt kannst du einen Niki Peters nicht so einfach ohne Probleme vorbeifahren. Das wird er dir gleich mal zeigen, wie breit denn seine Beine werden in der Kurve und wie schön quer der fahren kann, dass keiner mehr vorbeipasst. Also wenn er den Start macht, dann möchte ich auch sicher davon ausgehen, dass er den ersten Platz nicht mehr abgeht. Aber das ist eben halt diese Dramatik im Spiel, wie über vier Runden absolut Vollgas, alle Fahrer am Limit und einer kann es nur gewinnen. Also das ist eben Speedway pur. Von innen nach außen das Finale. Tomasz Golob mit dem roten Helm aus Bromberg in Polen. Dann Niki Pedersen aus Odense in Dänemark. Daneben mit dem weißen Helm der Europameister Emil Seifudinov aus Salavat, mittlerweile in St. Petersburg beheimatet. Und ganz außen Antonio Lindbäck, dessen Heimclub ist Kumla in Schweden. Die Indianer, passender könnte es kaum mehr sein, zu dessen momentan wilden Ritten, die er auf das Parkett bzw. auf das Oval mit Sand und Schlacke legt. Startfrei, den besten Start erwischt Golob, der rauscht seitlich hinein in Niki Pedersen. Und das Rennen natürlich abgebrochen nach dieser Kollision mit der roten Flagge. Pedersen, den hat es dort offensichtlich ein bisschen erwischt. Das war schon relativ schnell, denn der Weg zur ersten Kurve, der ist ein langer und die waren schon ausgedreht unterwegs, Egon. Ja, das war natürlich ganz klar, denke ich mal, ein Fehler von dem Mann in Rot, Golob. Der hat einfach eine Querstelle gehabt. Also das Motorrad ist nicht gerade Pfeilstellen rausgeschossen, sondern etwas seitlich ausgebrochen und mit dem Ausbrechen. Pedersen hat sich was getan. Sie sehen es. Ja, das war nicht so ohne. Hier sieht man es nochmal. Golob gibt ihm gleich richtig einen Kick. Ja, da verhakt sich die Fußraste und das Hinterrad, alles verhakt. In der kleinen Stütze-Raste hat sich das verhakt. Ja, aber da das jemand knallt, so dieser Schultersturz, die Schulterlandung, hart aufgekracht. Da bersten Schlüsselbeine gerne mal bei diesem Stürzen. Oh, da ist er richtig voll auf die Schulter und das ist meist immer mit ganz, ganz großen Schmerzen verbunden, wenn nicht sogar mit einem Bruch. Also Schulterblatt oder Schlüsselbein ist bestimmt kaputt, wenn er nicht gleich aufsteht. Ich sagte, der Weg zur ersten Kurve in Landshut, der ist relativ lang. Das heißt, man kommt auch durchaus schon mit einem ordentlichen Zacken da an, wo der abgestiegen ist. Ja, also man kann aber nicht direkt eine Schulter zusprechen. Niki hat auch einen Aufsteigen gehabt und wenn das Vorderrad in der Luft ist, wie wir gleich sehen, dann kann er nicht lenken. Man sieht das, dass er versucht zu lenken, aber doch eigentlich dein Lied aus sagen, der Position Golob. Ich würde sagen, Golob ist da reingetorkelt und getaumelt in die Fahrspur von Pedersen. Pedersen hat einen Aufsteiger, aber Pedersen fährt zumindest einen geraden Strich, während Golob da irgendwie nach rechts torkelt in Fahrtrichtung gesehen. Das Motorrad hat sich in die kleine Hilfsfußraste eingehakt im Hinterrad und hat ihn praktisch mitgeschliffen. Das Motorrad sieht man auch gleich, wie das Hinterrad bremst von Golob und praktisch da noch an der Seite dranhängt an der kleinen Fußraste. Golob hat selbst alle Hände voll zu tun, nicht ebenfalls zu stürzen dadurch. Und Pedersen abgeworfen. Die Disqualifikation, denn auch in der Tat der Mann in Rot. Ja. Tomasz Golob, was? Der kann es nicht glauben. Sie sehen es, die Mechaniker und Golob selbst sind fassungslos, dass er als Schuldiger ausgemacht wird. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Ja, ist auch so. Da jetzt kommt wieder das übliche Schauspiel, ab zum Telefon beim Schiedsrichter reklamieren. Da steht ja in jedem Fahrerlager so ein Telefon, aber das ist meist fruchtlos. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Schiedsrichter jemals sagte, ach ja, Herr Rennfahrer, Sie haben recht, ich habe mich getäuscht. Da wird er nicht so viel Glück haben, nee. Aber auf jeden Fall, probieren geht über Studieren. Da ist die Telefonzelle. Vielleicht kann er den Schiedsrichter ein bisschen einschüchtern. Er kann ihn zumindest mal anpöbeln. Ja, also mehr wird aber nicht dabei rauskommen, fürchte ich. Der wird sich nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Sachen. Ja, das ist schade, dass man mit solchen Bildern so einen wunderschönen Renntag hier jetzt beenden soll. So, Pedersen steht wieder, dem ist halb so viel passiert. Wir wissen ja, das ist ein harter Knochen, der
verträgt auch schon mal eine Tracht Prügel, wenn es sein muss. Ah, und man weiß, sieht das aber an den Spuren, Norbert. Der ist voll auf die Schulter gekracht. Also der hat schon derbe Prellung. Wenn nichts gebrochen ist, hat er auf jeden Fall. Du siehst ja selbst, der ist tough, der ist hart drauf, der lässt sich da ohne weiteres nochmal auf den Rerun drauf ein, wenn es denn die Schmerzenslage irgendwie hergibt. Naja, die Punkte müssen Golob, schau mal, Golob. Da, Schiedsrichter ebenfalls Pole. Unterhaltung in einer für mich nicht verständlichen Sprache. Ja, Frank und Baja müsste man haben jetzt. Sie können das voll simultan übersetzen. Die geben mir immer so die richtigen Namen, wie man die ausspricht hier. Naja, ist aber ja klar, was er sagt. Er fühlt sich zu Unrecht ausgeschlossen, weil er sagt, wir haben uns verhakt beim Anfahren der ersten Kurve und es war niemandes so richtigen Schuld. Es war der Sprint zur ersten Ecke und die Räume sind einfach zu eng geworden. Und letztlich sagt er, er hat sich im Winter wahrscheinlich sagen, mit seinem Hinterrad oder mit seinem Vorderrad bei mir verhakt. Und was kann ich denn dafür? Ja, ja das eben. War, und da siehst du seine Körpersprache. Das letzte Wort war nicht so nett, aber ist auch egal. Ja, aber die Reaktion von Thomas Golob sagt, den Anruf hätte ich mir auch sparen können. Ich konnte ihn sowieso nicht umstimmen. Das allerdings hätten wir ihm vorher sagen können. Ja, so schlau waren wir, ne, Norbert? Wir sind überhaupt schlau, ne? Excluded, Thomas Golob also ausgeschlossen. Da jetzt nochmal hin. Egon, du analysierst das Ganze. Das ist halt so, er ist nicht gerade ausgefahren. Er hat also praktisch Nicky Pedersens Spur benutzt. Und dass Nicky sich da nicht gleich Platz gemacht hat, das konnte er nicht rechnen, dass sich da jetzt was verhakt. Also da ist eine kleine Hilfsfußrasse vorne unter dem Motor, wo man den Fuß abstellen kann, um mal ganz kurz Entspannung zu bekommen. Und da ist irgendwie das Hinterrad reingehakt. Irgendetwas von der Kupplung oder irgendwas anderes von dem Motorrad. Er reklamiert natürlich für sich, dass er eindeutig mit einer halben Motorradlänge in Führung lag zum Zeitpunkt der Berührung. Ja, das ist die Argumentation von Thomas Golob. Der sagt, ich habe als Spitzenreiter sozusagen die freie Linienwahl und dann muss ich halt derjenige, der hinter mir fährt, dann muss angucken, wo ich lang fahre. Das ist das Recht des besser gestarteten. Früher gab das ja das Gesetz, 30 Meter muss man geradeaus fahren. Das hat man abgeschafft, weil das nie einer richtig befolgt hat. Aber wenn es rappelt, wenn einer die Spur wechselt, dann hat der Schiedsrichter das Recht, den zu disqualifizieren. Und das ist ja auch in diesem Fall passiert. Zum großen Verdruss von Thomas Golob, hier sehen Sie es, der es immer noch nicht glauben will. Er hat sich sehr viel vorgenommen. Man hat gesehen, der hat sich richtig gesteigert und kontinuierlich seine Leistung gebracht in dem Rennen und der wollte auch ganz gerne im Finale zumindest mit auf der Treppe stehen. Und ja, Niki hat ein bisschen Schmerzen wird er haben, muss er haben, weil so knallt man nicht einfach so auf die Schulter. Also das hat immer ein Nachspiel, sowas. Der Helm auch übel abgeschrammt gewesen, da schwenkte mal kurz die Kamera drauf. Man sagen konnte, der hat es also auch mit dem Kopf ordentlich gebremst. Aber ihm geht jetzt natürlich durch den Kopf, jeder Lauf kann immer mit Verletzungen zu Ende sein. Oder muss deswegen jetzt den Helm sogar wechseln, weil der andere so beschädigt gewesen ist. Ja. Deswegen gibt es jetzt nicht den klassischen voll eingefärbten Helm, den alle WM-Fahrer mittlerweile haben, sondern noch den altbekannten Helmüberzug nach alter Väter-Sitte, wie bei dir früher. Ja, genau, so war das früher. Hat man immer verloren und dem anderen ist sie vor die Brille und dann konnte er nichts mehr sehen und ist in die Bande gefahren. Dann hat man das immer mehr. Auch ein schönes taktisches Element. Ja. Naja, Niki, aber er sieht nicht besonders fröhlich aus, weil er hat ja gemerkt, dass das immer wieder gefährlich ist. Jeder Start, jede erste Kurve, da kann immer so viel passieren. Man braucht ja auch jetzt nicht Frohsinn zu verbreiten, sondern die Konzentration auf den Wiederholungslauf walten lassen. Antonio Lindbeck ist da mit dem gelben Helm. Nicky Pedersen durchgeschüttelt nach der Kollision. Pedersen hat jetzt den de facto inneren Startplatz, nämlich den blauen. Saifudinov in weiß. Rechts neben ihm in Fahrtrichtung gesehen, da kommt Emil Saifudinov, der Europameister. Und ganz außen Toninho Lindbeck in Gelb. Ja, wir hatten Tonio ganz und gar außer Acht gelassen, weil es ja halt gekracht hat, wo er überhaupt war, wie er aus dem Start gekommen war. Von ganz außen, das ist natürlich auch bei diesen Top-Fahrern, wenn die in einem Finale fahren, nicht so ganz einfach von außen reinzukommen. Man hat ja einfach 30, 35 Meter mehr Weg, wenn man die Außenbahn wählt und auch bleibt auf der Außenbahn, um sich den Schwung für die nächste Gerade zu holen. Das ist halt so, das sind einfach Grundgesetze, die da sind. Wollen wir mal sehen, ob das nochmal klappt. Zweiter Versuch
das Finale über die Bühne zu bringen. Nicky Pedersen, jetzt der Routinier in diesem Feld, ganz innen mit dem blauen Helm. Neben ihm Emil Saifudinov und ganz außen nimmt dann jetzt unter 2 Minuten Frist laufend Antonio Lindbäck aus Schweden Aufstellung. Und der Stahlschuh von Tomasz Golob kriegt den Frust ab, den der Bromberger da schiebt nach der für ihn ungerechtfertigten Disqualifikation. Letztes Abchecken, wann die Kupplung greift, wann der Kraftschluss erfolgt bei Lindbäck. Das Trio, das um den Landshuter Tagessieg kämpft, Janusz Kolodziej. Traurigem Dackelblick Zuschauer, wäre auch gern dabei gewesen, hat am letzten Endes die Konsequenz fehlen lassen, sodass jetzt hier Pedersen, Saifudinov und ganz außen Lindbäck kämpfen. Den besten Reaktionszeit hat Emil Saifudinov hingelegt. Lindbäck gräbt sich außen ein, sucht nach Vortrieb. Das sieht so weit aus, aber er macht wiederum die Gerade ganz lang und ist dann plötzlich doch wieder dran an den ersten beiden. Ja, aber das hat nicht ganz gelangt, denn der Schwung fehlt ihm, weil er zu weit innen eng gefahren ist. Im Drift, jeder Drift kostet Speed, aber er bleibt dran an Nicky Pedersen. Emil schon ganz, ganz locker vorne, dreht seine Runden. Dahinter ist aber noch nichts klar. Antonio Lindbäck sucht alles, um an Nicky Pedersen ranzukommen. Lindbäck mit dem üblichen Drahtseilakt, den er jedes Mal auf der Maschine vollführt. Aber das Ganze spielt sich im Rücken ab von Emil Saifudinov. Dieses Mal lässt der Russe sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Nicht so wie beim letzten Mal in Thorn an der Weichsel in Polen beim EM-Auftakt. Saifudinov hat das hier sicher im Griff. Pedersen hat den lästigen Lindbäck jetzt abschütteln können. Die Positionen im Finale scheinen bezogen, die letzten Meter. Emil Saifudinov gewinnt Lauf 2 in Landshut. Pedersen auf 2 und Lindbäck auf der dritten Position. Der Europameister untermauert damit seine Führung in der Gesamtwertung. Emil Saifudinov diktiert die letzten 4 Runden, diktiert die letzte Rennminute an der Ellermühle. Ein sicherer Sieg für Saifudinov. Letztlich nichts dran zu rütteln gewesen. Es war ein unglaublich hart umkämpfter Abend. Man hat sich gegenseitig Punkte weggefahren. Man hat sich gegenseitig vom Motorrad gefahren, wenn es sein musste. Am Ende gewinnt in Emil Saifudinov der ausgeglichenste Pilot des Abends. Ja, und ich denke auch Sie, liebe Fernsehzuschauer, haben hier wieder ein exzellentes Speedway-Rennen per Exzellenz gesehen. Und das, was man eben hier von diesen jungen Fahrern heute gesehen hat, das war absolute Dramatik-Action und super, super Leistung. Und das ist etwas, was wir auch sehen wollen als Fans. Ja, da kann man einfach nur sagen, wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind am 21.08. in Wittstock, sehen Sie diesen Emil Saifudinov im Freundschaftsrennen Frieden und Freundschaft gegen eine ausgesuchte Top-Mannschaft. Dann haben wir die Gelegenheit am 25. Juli noch einmal in Werlte das Hammer Challenge zu sehen, wo nur 3 Fahrer in die nächste Weltmeisterschaftsrunde gehen, und am 31.07. bis zum 2.08. 3 Tage Melsung, das absolute Megaspektakel der Grasbahn-Experten inklusive Seitenwagen Quatz und der Solo-Klasse mit Top-Weltelite am Start. Die letzten Bilder von Emil Saifudinov, Schützling, wie gesagt, des deutschen Tuners Anton Nischler, der DGM-Aggregate tuned für den Russen mit Titaneinsatz, mit Formel-1-Technik, also mit Kupfer-Beryllium-Beschichtungen im Bereich der Ventilsitze. Es gibt ein neues Öl, das unser gemeinsamer Freund Jürgen Baumgarten entwickelt hat in diesem Jahr. Dünnflüssiger, leichtläufiger für höhere Flächendrücke. Man braucht ein paar Milliliter weniger Öl, wenn man das JB-Öl verwendet als normales herkömmliches Öl, weil Baumgarten und seine Firma es maßgeschneidert haben für die Nischler-Anforderungen. All das sind so Kleinigkeiten, die in diesem so rustikal wirkenden Sport dann auch auf technischer Natur doch unglaublich viel Einfluss haben. Ich denke mal, Nicky Pedersen ist froh über den Ausgang. Es hätte ganz anders ausgehen können. Mit diesem Crash, da hätte er sich locker mal das Schlüsselbein oder die Schulterblatt wieder brechen können. Er ist ja eigentlich sehr empfindlich an der Schulter und hat da schon diverse Operationen hinter sich gebracht.
Ja, schöne Aufnahmen hier noch einmal. Das der EM-Stand, Egon. 15 Punkte, Emil Seyfudinov nach dem heutigen Abend. Er ist Spitzenreiter vor Niki Pedersen und Antonio Lindbeck. Das war's aus Landshut, liebe Zuschauer. Nächster Durchgang in Kumla. Dann auch wieder live mit Egon Müller und mir, Norbert Okenga. Und für die ursprüngliche Live-Übertragung am Samstagabend haben wir natürlich noch die Zeit zur Siegerehrung. Auch wenn wir schon ein bisschen drüber sind, liebe Zuschauer, gedulden Sie sich noch die paar Minütchen und freuen Sie sich mit uns über die Bilder der glücklichen Sieger. Emil Seyfudinov, der an der Ellermühle in Landshut, in dieser malerischen bayerischen Kleinstadt, seinen Vorsprung weiter ausbaut. Martin Smolinski und Michael Hertel als Lokalmatadoren mit dabei gewesen. Tobias Busch und der deutsche Meister Kai Huckenbeck kamen ebenfalls noch zu Einsätzen. Für Martin Smolinski, Egon, war das heute Abend eine Art Versöhnung nach der Schlappe von Thorn. Ja, hat natürlich ganz klar gezeigt, er kann eigentlich im Grunde genommen jeden schlagen. Ich glaube, das ist auch oft eine Einstellung vom Kopf her, dass Martin sich vielleicht einfach zu nervös aufbaut. Das war's dann. Keine Zeit mehr für die Siegerehrung. Das nächste Programm wartet. Wir hören uns Dienstagabend wieder mit mehr Speedway aus der schwedischen Liga live auf Eurosport 2. Bis dann. Ciao.